Verpiss dich! Was willst du? Ich wünsche dir auch einen guten Tag. Es tut mir leid, aber es ist wirklich wichtig. Was ist denn? Zurück in die Zukunft 2 war in der Zurück in die Zukunft 3 Hülle. Und Zurück in die Zukunft 3 war, halt dich fest, in der Zurück in die Zukunft 2 Hülle. Na und? Na und? Bist du das gewesen? Oder befindet sich ein Eindringling in der Wohnung? Sheldon, ich muss wieder unter Deck gehen! Der Sturm legt immer weiter zu! Du verweigerst die Aussage, ich wusste, dass du es warst. Was war das? Was war was? Es ist zwar keine gute Verbindung, aber es hat sich angehört, als habe jemand den Kraken losgelassen. Okay, ich muss jetzt auflegen, Sheldon. Und du weißt, es gibt in Wahrheit keine Kraken. Nein! Penny! 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 Was ist passiert? Also ich habe mir Sorgen gemacht, dass dir womöglich Leonard fehlt. Und du möglicherweise deswegen ein paar schlimme Träume hast. So wie man sie hätte, wenn man sich Kampf der Titanen vor dem Schlafengehen ansieht. Schätzchen, kann es sein, dass du einen schlimmen Traum hattest? Um ehrlich zu sein, ja. Zurück in die Zukunft 2 war in der Zurück in die Zukunft 3 Hülle. Es war Leonards Werk. Gute Nacht. Nein, nein, warte. Vielleicht übernachte ich lieber bei dir. Ja, damit du Leonard nicht so sehr vermisst. Du führst dich sonst nur wie ein Baby auf. Weißt du, ich denke, das würde mich wirklich wieder aufbauen. Vielen Dank. Keine Ursache, Penny. Gute Nacht. Es freut dich bestimmt, dass ich heute Morgen im Parkhaus, als ich auf dem Boden einen Ölfleck in der Form meiner Ex-Freundin Lucy gesehen habe, trotzdem ganz cool war. Ich bin stolz auf dich. Kannst du auch sein, denn sie war eine Schönheit. Großer Gott, du bist doch Astronom. Auch wenn du irdische Probleme hast, besinne dich mal wieder auf die Sterne. Ja, selbst der niedere Mistkäfer orientiert sich auf seinem Weg zur Brutkammer am Licht der Sterne. Ist das wahr? Alles, was ich sage, ist wahr. Der Mistkäfer ernährt sich allerdings vorzugsweise von Fäkalien. Er lebt im Dung und macht dabei sogar kleine Kügelchen aus Kot. Also so gesehen, such dir aus, welchen Aspekt seiner Lebensweise du dir zu eigen machen willst. Ja, weil du kannst doch jetzt mit Frauen reden. Da kann es doch nicht so schwer sein, eine neue kennenzulernen, oder? Wie soll das gehen, wenn ich überall, wo ich hinschaue, Lucys Gesicht sehe? Sag bloß nicht, du erkennst nicht ihr Lächeln in der Kruste dieser Pastete. Oh, jetzt hör endlich damit auf! So, aufgepasst. Heute Abend ist die Begrüßungsparty für die neuen Doktoranden. Geh hin und lern jemanden kennen, der nicht aus Fett besteht oder Pastetenteig. Du hältst dich für echt cool, weil deine Frau ein Mensch ist. Gut. Bernie ist auf einer Tagung mit Amy, also komm ich mit. Das machst du für mich? Natürlich, du bist mein Freund und ich möchte, dass du glücklich bist. Danke. Oh, Sheldon, da Amy ja weg ist, kommst du auch mit? Ich will auch, dass du wieder glücklich bist. Aber nicht so sehr, um etwas dafür zu tun. Howie, hör auf damit. Ich kann hier nicht so reden. Amy ist doch auch da. Sheldon, Schluss bitte. Zum letzten Mal. Ich bringe schon keine Bettwanzen mit nach Hause. Das Hotel ist ganz schön. Es hat einen Pool, eine Sauna und die Bar sieht auch nett aus. Weil ich es untersucht habe und da sind keine Bettwanzen. Oh, ich liebe dich auch. Wenn ich dich vor dem Schlafengehen nicht erreiche, begegnen wir uns im Traumland. Gute Nacht. Nein, ich schlafe auf keinen Fall in meinem Kleidersack. Penny, hast du dich je gefragt, wieso in der Sternenflotte Nein. die Kapitänin... So, da ich jetzt dein Interesse geweckt habe, willkommen in der aufregenden Welt des 3D-Schachs. Du kannst ruhig zugeben, dass du das Spiel nur spielen willst, weil du es immer mit Leonard spielst und du ihn vermisst. Du überschätzt die Bedeutung, die er für mein Leben hat. Fehlt es mir, dass er zum Frühstück ein Gesicht mit Sirup auf meine Toastwaffel malt? Nein. Ja, oder fehlt es mir, dass er den Reißverschluss an meiner Jacke löst, wenn er festsitzt? Auf keinen Fall. Fehlt es mir, dass wir uns allabendlich durch unsere Schlafzimmerwand Gute Nacht per Morsezeichen wünschen? Okay, alles klar. Du bist ein emotionsloser Roboter. Ja, ich versuch's. Na,
schön, lass uns das blöde Spiel hinter uns bringen. Gut, ich fange an. Mhm. Wie kommst du mit Reißverschlüssen klar? Wieso? Ich müsste dringend mal zur Toilette und er hat sich irgendwie total verhakt. Wow, deine Arbeit über neuronale Netze von Quallen klingt echt interessant. Ist sie auch. Du kannst die Arbeit über den Uni-Server downloaden. Das werde ich. Und meine neueste Abhandlung über den Flanellen Gürtel kannst du auch von dort downloaden. Das mache ich. Alles klar. Wie ist es gelaufen? Oh, wenn du auf nüchterne Sachaussagen und unterbrochen von peinlichen Schweigen stehst, ist es super gelaufen. Sieh nur, Mrs. Davis von der Personalabteilung ist auch gekommen. Vermutlich will sie sexuelle Belästigung unterbinden. Ach, na toll, das war's mit meiner Chance, sexuell belästigt zu werden. Wie ich höre, hat ihr Mann sie wegen einer heißen, jungen Studentin verlassen. Das ist doch besser als wegen einer alten, hässlichen. Mr. Wolowitz, Dr. Kotrapali. Mrs. Davis, schön, Sie zu sehen. Wissen Sie, kürzlich habe ich einen interessanten Artikel über Untreue bei Pinguinen gelesen. Okay. Also, wenn Sie sich unattraktiv fühlen, weil Ihr Mann Sie verlassen hat, denken Sie daran, dass auch Pinguine betrogen werden. Und Sie sind trotzdem süß. Es war besser, als du noch nicht vor Frauen sprechen konntest. Ich möchte zu dem Vortrag über Läsionen des posterioren Gyrus Cinguli bei der Entwicklung des autobiografischen Gedächtnisses oh, gehen. Oh, Hirnläsionen sind faszinierend. Es sei denn, du hast eine. Das ist ätzend. Auf den Fortschritt der Wissenschaft. Und auf die Kranken und Sterbenden, die ihn ermöglichen. Das ist schön. Wir führen nie solche Fachgespräche, wenn Penny dabei ist. Meistens reden wir dann bloß über Männer. Was auch okay ist, aber zwischendurch mal eine intellektuelle Unterhaltung zu führen, ist auch ganz nett. Von den beiden Gentlemen an der... Oh mein Gott, man spendiert uns Drinks. Man spendiert uns tatsächlich Drinks. Danke, danke, herzlichen Dank. Bleib cool. Wieso das? Wir kriegen Drinks und das nicht, weil die Penny an die Wäsche wollen. Du hast recht. Danke, Jungs. Ziemlich dummer Zug. Wirklich? Wieso? Meine Dame kann nun deinen Turm von hier unten schlagen. Dann habe ich also verloren, ja? Es ist zu Ende. Wenn ich diesen Zug machen würde. Aber ich lasse es, denn wir haben zu viel Spaß. Okay, gönnen wir uns eine Pause. Oh, wir haben nichts Alkoholisches da. Ich wollte ja auch nichts Alkoholisches holen. Ich wüsste gern, was Leonard jetzt gerade macht. Er fehlt mir so schrecklich. Weißt du, wenn du willst, könnten wir ihn anrufen. Ich meine, du kannst ihn anrufen. Wie bereits erklärt, bereitet die Abwesenheit meiner Freunde mir keinen Schmerz. Wie der Rock'n'Roll-Bad-Boy Paul Simon einst sagte, I'm a rock, I'm an island. Ich rufe ihn mal an. Gut, stell ihn auf Lautsprecher. Entschuldigt, Ladies, aber es brummt in meiner Hose. Nordsee, wie kann ich Ihnen helfen? Leonard? Penny? Hey, das ist Penny. Sagt mal alle Hallo zu Penny. Hallo, Penny. Also, das klingt ja, als hättest du viel Spaß. Mehr als jemals zuvor. Es ist doch jetzt 5:30 morgens bei euch. Tatsächlich? Hey, hört mal her, es ist schon 5:30 morgens! Okay, also wir wollten dich nur anrufen, weil wir dich so vermissen. Eisberg! Seid ihr in Gefahr? Nein, es ist nur ein Trinkspiel. Immer wenn wir einen Eisberg sehen, kippen wir einen kurzen! Berg, 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 Berg! Leonard, Leonard? Und dieser Blödmann hat uns beiden tatsächlich gefehlt? Nur dir. Und was war, wie lief es? Alles okay, ich habe mich bedankt und gesagt, dass wir nicht zu haben sind. Also ich kann das trinken, ohne mich dafür anbieten zu müssen? Ja, es ist alles gut. Ja. Wenn du aber mit einem von denen reden willst, wird dir das niemand übel nehmen.
Wieso nimmt mir das niemand übel? Ach, ich weiß nicht mehr, was ich sage. Also es klingt, als würdest du mir sagen, ich finde jemand Besseren als Sheldon. Mann, die Drinks sind ja stark, ja. Oh, Mama, da umarme ich ja nachher wieder die Schüssel. Nein, sag's mir, ich will wissen, wie du das gemeint hast. Ich hab nur gemeint, dass du nicht verheiratet bist und dein Freund ist irgendwie recht Sheldon. Und dein Ehemann ist ein ziemlicher Howard. Worauf willst du hinaus? Bitte entschuldige, ich hab nichts sagen wollen. Das ist ein dummer Satz gewesen. Warum können wir uns nicht einfach nett weiter unterhalten? Das könnten wir. Aber leider ist mein Hirn läsionsfrei und hat nicht vergessen, dass du etwas Fieses über meinen liebsten Freund gesagt hast. Aber ich hab mich doch entschuldigt. Könnten wir das jetzt vergessen? Klar. Danke. Dein Mann ist komisch und trägt dämliche Sachen. Ich bin fassungslos. Die ganze Zeit sitze ich einfach nur da und vermisse diesen Kerl. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Dass du dein emotionales Leiden ohne Wodka zu ertragen hast? Nein. Ja. Aber weißt du, was das Zweitschlimmste ist? Ich fühle ihn überhaupt nicht. Ja, darf ich den Versuch wagen, dich zu trösten? Ach. Wenigstens bist du kerngesund. Jetzt, das ist alles, das soll mich trösten? In 100 Jahren seid ihr beide tot und dann spielt es keine Rolle mehr? Oh, bitte, du könntest mir wenigstens sagen, natürlich vermisst er dich und er macht nur deswegen Party, um seinen Kummer zu betäuben. Oh nein, ich glaube nicht, dass das der Grund ist. Das ist lächerlich. Ich meine, wieso reg ich mich auf, weil er ohne mich seinen Spaß hat? Naja, möglicherweise, weil du dir zwanghaft vorstellst, wie er alkoholisiert mit einer anderen Frau den Koitus ausübt. Ist es das? Sehe ich das richtig? Okay, das reicht. Hör jetzt bitte wieder auf, mich weiter aufzumuntern. Ehrlich gesagt kann ich das nicht. Bevor Leonard weg ist, da musste ich ihm versprechen, mich um dich zu kümmern. Ist das wahr? Ja. Ach, das ist ja wirklich süß. Ja, und wenn ich die Sache gut mache, dann bringt ihr mir eine Matrosenmütze mit. Jetzt fehlt ihr mir sogar noch mehr. Naja, wenn dir das ein Trost ist. Ich bin mir sicher, jeder Moment ist eine Qual für ihn, den er fern von deinen innigen Umarmungen verbringt und deinen Kirschlippen. Danke. Oh, also echt jetzt? Verzeihung bitte, Mrs. Davies. Was ist? Ich wollte mich für meine Taktlosigkeit entschuldigen. Und dass ich die Pinguine als charakterschwach dargestellt habe. Denn 99% sind nette Kerlchen. Vergessen wir das. Wissen Sie, dass Sie und ich, dass wir viel gemeinsam haben? Ist das so? Oh, aber ja. Auch ich leide zurzeit an gebrochenem Herzen. Okay, na gut, ich erzähl's Ihnen. Hier hast du ein heißes Getränk zur Aufmunterung. Es ist ein Außerhausbecher. Schlussfolgere daraus, was du willst. Ich bitte dich, es ist noch früh, unternehmen wir was. Weißt du, ich trage mich da mit einer Idee für ein 4D-Schachspiel. Lass uns nur reden. Ja, gut. Beim 4D-Schach... Nein. Ich meine, reden wir über unser Leben. Verrat mir etwas, das ich noch nicht weiß. Ich besitze 9 Paar Hosen. Okay, das ist ein guter Anfang, aber ich dachte an etwas, das ein bisschen persönlicher ist. Ich verstehe. Ich besitze auch 9 Paar Unterhosen. Wie wär's, wenn ich anfange? Aber ich will nicht wissen, wie viele Unterhosen du hast. Obwohl, ausgehend vom Boden in deinem Schlafzimmer würde ich sagen 1000. Okay, hör zu. Ich verrate dir etwas, das niemand über mich weiß. In meiner Anfangszeit in L.A. hatte ich eine Oben-ohne-Szene in einem Low-Budget-Horrorfilm über einen Killer-Gorilla. Oh, hinterher habe ich mich echt geschämt. Glücklicherweise ist das Ding nie rausgekommen. Oh, den habe ich gesehen. Ja, der Serienaffenschänder. Howard hat ihn online gefunden an dem Tag, als wir dich kennengelernt haben. Ja, da warst du noch nicht mal eine Minute zur Tür hinaus. Aber ich verstehe jetzt, an welche Art persönliche Offenbarung du gedacht hast. Okay,
Hier ist eine, die ich mit ins Grab nehmen wollte. Vor einiger Zeit hat YouTube seine Benutzeroberfläche umgestellt. Von einem Bewertungssystem mit Sternen auf ein Daumen-Hoch-Bewertungssystem. Ich habe allen gesagt, ich könnte damit leben. Aber in Wahrheit kann ich es nicht. Das ist dein schlimmstes Geheimnis? Ja. Oh, ich fühle mich jetzt richtig erleichtert. Okay, weißt du was? Ich gebe auf. Ich gehe ins Bett. Und hier ist noch etwas, das du nicht über mich weißt. Du hast mich gerade verletzt. Inwiefern das? Ich öffne mich und vertraue dir etwas an, was mir zu schaffen macht, und du reagierst, als wäre es eine Nichtigkeit. Ich dachte nicht, dass das so schlimm ist. Es ist aber schlimm für mich. Genau darum geht es. Sheldon, du hast recht. Ich muss mich entschuldigen, das war dumm von mir. Deine Entschuldigung ist angenommen. Danke. Umarmen wir uns. Lieber nur ein herzlicher Händedruck. Na komm. Jetzt weiß ich, wie du dich gefühlt hast, als der böse, sexwütige Gorilla dich angefallen hat. Gute Nacht. Mhm. Es war ziemlich schmeichelhaft, von fremden Drinks spendiert zu kriegen. Ja, das war ganz nett. Und morgen früh könnten wir uns Hotpants anziehen und sehen, ob uns das ein Frühstück einbringt. Rein hypothetisch gesehen, wenn wir mit den beiden hätten mitgehen wollen, für welchen hättest du dich entschieden? Ich glaube, für den Kleinen mit dem lustigen Haarschnitt. Oh gut, denn ich mochte den langen, dünnen Kerl. Er schien mir intelligent zu sein und ein Einzelgänger. Sexuell vielleicht noch etwas unerfahren. Ich müsste ihm noch zeigen, wo es lang geht. Meiner war anders. Hat mir dauernd auf den Vorbau gestarrt. Wäre schön, mal einen zu haben, der wissen will, was unter meiner Strickjacke ist. Zu deiner Info eine zweite Strickjacke. Dein kurzer, sexbesessener Kerl erinnert mich irgendwie an Howie. Und mich deine jungfräuliche Intelligenzbestie an Sheldon. Nacht. Nacht! Also gut, Dr. Kotrapali, es war nett, mit Ihnen zu reden, aber jetzt muss ich nach Hause und den Babysitter ablösen. Ich kann nachvollziehen, wie es als Alleinerziehende ist. Ich habe einen Hund. Ja, das ist doch genau dasselbe. Gute Nacht. Mrs. Davis, ich muss gestehen, ich bin heute nur hergekommen in der Absicht, eine einsame Doktorandin abzuschleppen, aber stattdessen sind wir menschlich in Kontakt gekommen. Und der Abend war so viel schöner. Sie sind ein liebenswerter Mensch. Wollen Sie mich anbaggern? Nein, 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 das wäre doch verrückt. Wenn ich das wollte, würden Sie es merken, weil es peinlich wäre und ich Ihnen ein bisschen leid täte. Sie sind lieb. Gute Nacht, Dr. Kotrapali. Gute Nacht. Sie hat wohl deine Entschuldigung angenommen. Und noch mehr. Ich denke, zwischen uns hat es gefunkt. Bitte, da hat gar nichts gefunkt. Welcher Gott hat dich zum Experten gemacht? Okay, na schön, sagen wir, es ist ein Funke übergesprungen. Ist es auch. Ist es nicht, aber selbst wenn es so wäre, was willst du jetzt machen? Ich werde sie langsam und zärtlich verführen, bis sie wehrlos in mein Bett sinkt, die Wonnen erwarten, die nur ich ihr geben kann. Also nichts. Nein, natürlich nicht. Oh. Ich bin nur froh, dass die Polizei endlich diesen gefährlichen, genveränderten Affen geschnappt hat. Das ist meine Freundin, ich schwöre es bei Gott. Oh. Oh. Lennart! 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 Lennart!
hier noch eine interessante Tatsache zum Wetter. Noch eine? Klasse. Ja. Veränderungen der Jetstreams können die Geschwindigkeit beeinflussen, mit der sich die Erde um ihre Achse dreht. Demzufolge kann schlechtes Wetter tatsächlich den Tag verlängern. Dann muss ja gerade irgendwo ein ganz heftiger Sturm wüten. Du kannst ruhig deine Witze machen, aber dir werden diese Augenblicke fehlen. Da Leonard in ein paar Tagen zurückkommt, war heute das letzte Mal, dass du mich zum Einkaufen gefahren hast. Ja, das wird mir auch fehlen. Dazu ein Vorschlag. Wenn meine Äpfel mehlig sind, machen wir eine letzte verrückte Schlemmertour durch die Obstabteilung. Du darfst doch den Einkaufswagen schieben. Fasse bitte nicht meine Freude über Leonards baldige Rückkehr als Kritik an deiner Arbeit während seiner langen Abwesenheit auf. Das mache ich nicht. Diese Kritik bekommst du später mit deinem Zeugnis. Ja, ich bin nicht zum Nachsitzen geblieben und ich lese auch das Zeugnis nicht. Hallo? Ah, Leonard! Hi! Sei oh mein laut. Gott, du solltest doch erst Sonntag zurück sein. Wir waren früher mit dem Experiment fertig und da dachte ich, ich überrasche dich. Du meine Güte, warum flüstern wir? Ich habe Sheldon nichts gesagt, damit wir noch ein paar Tage allein sind. Oh, das ist ja romantisch. Klar, das war der Gedanke dahinter. Oh. Dass du schon da bist, ist ja schön. Penny, heute ist ein Glückstag. Drei der Eier sind eindeutig keine XL. Schnapp dir deinen Autoschlüssel. Ach, Stuart, könntest du mir vielleicht helfen, etwas zu finden? Aber gern, solange es nicht Hoffnung oder der Sinn des Lebens ist. Oh, du bringst mich zum Lachen, trauriger Clown. Na, jedenfalls, Leonard kommt in ein paar Tagen zurück und ich suche ein Willkommensgeschenk zur Heimkehr. Da er auf hoher See war, habe ich mir gedacht, ein nautisches Thema wäre vielleicht angemessen. Okay, naja, ich weiß zwar nicht, wie viel du ausgeben willst, aber ich habe hier eine ziemlich coole Aquaman-Figur. Aquaman? Ich will kein Scherzgeschenk, Stuart. Ja, ist auch gut so. Das ist ein ziemlich seltenes Exemplar und nur was für einen echten Sammler. Ich bin ein echter Sammler. Wie selten ist sie denn? Oh, ich hätte sie dir gar nicht zeigen dürfen. Eine Batman-Wasserpistole? Versuch nicht, mich auszutricksen, damit ich etwas kaufe, was ich nicht will. So, zurück zu Aquaman. Was denken die sich dabei, den Verstand von Dr. Octopus plötzlich in Spider-Mans Körper zu stecken? Also mir hat es immer gut gefallen. Es vereinigt den Superheldenspaß von Spider-Man mit den Körpertauschspielchen von Freaky Friday. Beide Filme, das Original und den mit Lohan. Beide Filme, das Original und den mit Lohan? Du bist ein Idiot. Hey, was hast du für ein Problem? Entschuldige, ich bin in letzter Zeit ein bisschen ungehalten. Das liegt vermutlich an der blöden Diät, die ich mache. Wieso machst du eine Diät? Ich habe ein bisschen zugenommen. Ich musste diese Hose in der Herrenabteilung kaufen. Naja, wir kennen ja deine Mom. Der Apfel fällt, wie du weißt, nie weit vom Stamm. $1,200 und das ist mein letztes Angebot. Na schön, Sheldon, du hast gewonnen. Ich glaube, Leonard wird das gefallen. Oh ja, richtig, ein Geschenk für Leonard. Ja, pack mal die Wasserpistole dazu. Ja, ich weiß nicht, diese Wasserpistole ist ziemlich selten. Und das bin ich in der Titanic-Pose vorne auf dem Schiff. Ah. Und das ist meine Rettung, nachdem ich reingefallen war. Oh, das ist die Pizza. Ja. Hier hast du Geld dafür. Danke. Und ich muss schnell das Fourpy glänzen. Das sagen die rauen Seelöwen, wenn wir mal Pipi machen müssen. Hey! 22,50. Okay, hier sind 25. Behalt den Rest. Echt jetzt? Ich musste 4 Stockwerke hochlaufen. Oh. Okay, also hier sind 30 und ein paar Cent und ich verspreche, dass ich deinem Boss nicht verrate, dass du nach Marihuana stinkst. Oh, Penny, du hast dir ja Pizza bestellt. Ich habe chinesisches Essen. Das ist schön. Oh, das ist ein sehr pflanzlicher Herrenduft. Mein Onkel hatte den früher auch. Ah. Ja. Meinst du, wir könnten noch ein letztes Mal zusammen essen, bevor Leonard zurückkehrt? Danke, aber ich würde heute Abend lieber allein essen. Bist du dir sicher? Mit deiner italienischen Pizza und meinen chinesischen Nudeln könnten wir Marco Polo spielen. Ich meine natürlich die Nachstellung einer Mahlzeit im Leben des Marco Polo, des venezianischen Forschungsreisenden, nicht Water Polo, das furchtbare Spiel im Wasser. Ja, das klingt zwar nett, aber nein, danke. Schönen Abend noch. Nein, warte, hast du etwa Besuch? Nein.
Nein, 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 das war die Toilette. Die hat einen Defekt. Ich habe schon den Hausmeister angerufen. Oh, dann werfe ich einen Blick drauf. Oh, ich bin recht vertraut mit sanitären Anlagen. Ich will ja nicht angeben, aber ich habe die meiste Zeit der 5. Klasse mit dem Kopf im Klo gesteckt. Ja, nein, weißt du, Sheldon, es ist schon gut. Du brauchst dich nicht darum zu kümmern. Ist ja eigenartig. Wenn doch niemand hier ist, wieso stehen dann 2 Gläser Wein auf dem Tisch? Oh, na ja, du weißt doch, ich habe 2 Hände und ein kleines Alkoholproblem. Also... Natürlich. Tja, wer eine dumme Frage stellt. Oh. Das ist auch seltsam. Was denn? Es liegen außer Hausschachteln in der Abfalltonne. Na und? Das war mein Abendessen von gestern. Aber eigenartig ist, dass sie schon in der Tonne sind. Ja. Okay, glaub mir ruhig, dass niemand hier ist. Ich hatte einen langen Tag und will allein und in Ruhe zu Abend essen. Gut, wie du willst. Ich bin ja auch ein Anhänger der Freuden des gepflegten Alleinseins. Oh. Was noch? Hast du schon für Leonard ein Willkommensgeschenk? Nein. Oh, gut. Teilen wir uns eine Wasserpistole für $200? Hi, Schatz. Hey. Ich habe Brownies gemacht, wenn du einen willst. Ist nicht dein Ernst, oder? Aber du weißt doch, ich versuche, mein Gewicht zu halten. Gott, ich dachte, wir wären Partner in dieser Ehe. Das sind wir. Also hör bitte auf. Und zum letzten Mal, du bist nicht dick. Ehrlich, sag das der Badezimmerwaage, denn einer von euch beiden lügt. Na schön, vergiss es einfach. Wie war es heute bei deiner Mom? Furchtbar, ich musste sie wieder überall mit Salbe einreiben. Wieso kann sie das nicht allein tun? Weil wir eine Beziehung von zutiefst ungesunder Natur haben. Dabei fällt mir ein, kannst du etwas von dem Zeug von der Arbeit mitbringen? Das hätte einen Monat lang reichen sollen, aber die haben die Größe ihrer Rückenfläche nicht berücksichtigt. Lass mal sehen. Wie lange reifst du sie schon damit ein? Ich weiß nicht. Ein paar Wochen. Wieso? Das ist eine ganz starke Östrogencreme. Bitte sag mir, dass du dabei Handschuhe trägst. Als ob diese aufgedunsenen Würstchen da reinpassen würden. Howie, deine Haut absorbiert doch das Östrogen. Deswegen bist du so aufgequollen, mies gelaunt und so eine zickige Nervensäge. Du bist auch voll von Östrogen und verhältst dich nie so. Ja, weil ich eine Frau bin. Ich habe jahrelange Übung darin, den Drachen zu reiten. Gut, dann trage ich Handschuhe beim nächsten Mal. Es wird noch Wochen dauern, bis die Hormone aus deinem Organismus raus sind. Ich komme mir so dumm vor und fett. Oh, ist ja gut. Für mich siehst du trotzdem gut aus. Wie wär's, wenn wir ins Schlafzimmer gehen und ich es dir beweise, hm? Sex, wirklich? Ist das deine einzige Lösung für alles? Oh, und hier ist noch etwas Witziges. Ich habe die Lösung. Und zwar 2 verschiedene Wörter für Löffel. Planko und Yankö. Planko ist ein Löffel mit Essen. Yankö ist ein Löffel ohne Essen. Yankö schreibt sich mit nordischem Ö. Sheldon, du hörst nicht zu, wenn ich dir meine neu erfundene Sprache erkläre. Doch, natürlich. Was heißt dann Tweepadok, bitte? Elefant? Zufallstreffer. Es tut mir leid, ich bin nur abgelenkt wegen etwas, das drüben bei Penny war. Was ist passiert? Ich fürchte, Penny ist Leonard gegenüber untreu. Was? Sie hat behauptet, allein zu sein, während offensichtlich jemand bei ihr in der Wohnung war. Das lässt mir keine Wahl, als das Schlimmste zu befürchten. Angesichts Leonards langer Seereise und dem unbändigen Verlangen ihrer südlichen Region. Nein, Penny würde Leonard nie hintergehen. Ach, ja, wirklich? Sie und ich hatten einmal einen Anstarrwettbewerb. Sie hat auf einmal laut geklatscht und ich musste blinzeln. Von da an ist es nur noch ein kleiner Sprung zu sexueller Untreue. Du machst dich lächerlich. Amy, sie hatte Behälter für chinesisches Essen. In der Abfalltonne. Armer Leonard. Hörst du irgendwas? Ich höre eine Frauenstimme. Die von Penny? Nein, es ist deine. Okay, jetzt höre ich Flüstern und auch Gekicher. Und jetzt höre ich sogar Küsse. Als wüsstest du, wie sich Küsse anhören. In Star Trek wird sich auch geküsst, Besserwisser. Lass mich mal hören. Das klingt nach Leonard. Ja, ich bitte dich. Wieso sollte Leonard früher nach Hause kommen und still und heimlich Penny küssen, während er mit seinem besten Freund abhängen könnte? So, das reicht. Ich ertappe sie in Flagranti. Nein, Sheldon, bitte nicht. Aha! Was soll denn das? Leonard? Sheldon, du kannst hier nicht einfach so reinplatzen. Richtig.
du die Tür auf oder soll ich sie aufreißen und nochmal Aha sagen? Es tut mir leid, Sheldon. Ich hätte dir sagen sollen, dass ich zurück bin. Ich wollte noch etwas allein sein mit Penny. Nein, nein, ich entschuldige mich bei dir. Ich hatte ja nicht die geringste Ahnung, was für eine Last unsere Freundschaft für dich ist. Das ist jetzt unfair. Darüber, dass sie eine Last ist, beklage ich mich mindestens einmal im Monat. Nein, 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 beschönigen wir das jetzt nicht. Du findest mich pingelig, pedantisch und nervtötend. Nein, so sieht er dich nicht. Ehrlich gesagt, habe ich diese Worte tatsächlich mal benutzt. In der gleichen Reihenfolge. Tja, Leonard, es wird wohl höchste Zeit, dass wir endlich den Tweeper-Doc aus unserem Porzellanladen herausholen. Den was? Amy? Halt mich bloß da raus. Na schön. Leonard, du brauchst jetzt nicht mehr so zu tun, als ob du mich mögen würdest. Ich hab gesagt, es tut mir leid. Nein, nein, du kannst dir deine Entschuldigung aufsparen bis nach deinem enttäuschenden Koitus mit Penny. Er war in Ordnung. Hör mal, das ist idiotisch. Ja, 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 hey! Ich hab dir auch ein kleines Geschenk von meiner Reise mitgebracht. Hier. Das ist die Seemannsmütze, die du wolltest. Ist doch klasse, hä? Denkst du ernsthaft, du kaufst dir meine Freundschaft mit einem billigen Souvenir zurück? Gar nicht. Nein, wirklich nicht. Setz sie einfach auf. Oh ja! Hallo, Seemann! Sich doch sehen lassen. Entschuldigt mich. Das ändert gar nichts. Bis auf das Halloween-Kostüm, das ich dieses Jahr trage. Ach, Amy, du gehst als Olive Oil. Finger weg von Donuts. Danke fürs Vorbeikommen. Kein Problem. Du hast kleine Sandwiches. Ja, das ist Gurken-Frischkäse und das Truthahn mit Logan. Und sag's nicht meinen Hüften, aber ich wärme in Brie im Ofen auf. Nicht schlecht. Und, was gibt's? Okay. Also, ich habe so einiges gelesen über die Nebenwirkung, die Östrogen verursacht. Und ich möchte, dass du bitte ganz ehrlich bist. Findest du, dass meine Brüste gewachsen sind? Naja, das ist irgendwie schwer zu sagen. Oh Mann, antworte einfach mit Ja oder Nein. Aber ich bin mir nicht sicher. Gut, hupf auf und ab. Mal sehen, ob sie wackeln. nein, ich kann es immer noch nicht sagen. Oh, weißt du was? Mach doch mal so. Also echt Willst jetzt? Du meine Hilfe oder nicht? Na gut. Okay, ja. Ja, also so sieht's aus, als wären sie echt ein bisschen gewachsen. Warte, ich wette, wenn ich das mache, weckt das bei mir auch so. Ja, irgendwie schon. Ich versuch mal was. Hey, kalte Finger! Meine Nippel sind ganz empfindlich. Oh ja, entschuldige, entschuldige. Ich glaube, vielleicht ein bisschen. Lass mich mal fühlen. Was, Auf jeden Fall eine Körbchengröße mehr. Ja, ja, aber sie sind sehr fest und das ist sehr schön für dich. Ehrlich? Ja, ja, ziemlich attraktiv. Danke. Das zu hören hat richtig gut getan. Der Brie ist fertig. Morgen. Hallo? Soll ich dich zur Arbeit fahren oder bist du noch sauer auf mich? Ich würde gern mitfahren. Vorausgesetzt, du fährst mich tatsächlich zur Arbeit. Wo soll ich dich sonst hinfahren? Wer weiß? Du hast doch gesagt, du würdest gestern zurück sein, aber du kamst 3 Tage früher zurück. Du sagst zwar, du fährst mich zur Arbeit, aber vielleicht lande ich stattdessen in einem verlassenen Vergnügungspark. Oder in einem Maisfeldlabyrinth. Oder in einer finsteren Seitengasse bei Hundekämpfen. Ich fahr zur Arbeit. Du kannst mitkommen. Okay. Ach, übrigens, du hast da etwas auf deinem Shirt. Da ist nichts. Das tut weh, nicht wahr? Bye.
Weißt du, so langsam frage ich mich, ob irgendwas von dem, was du je gesagt hast, wahr gewesen ist. Ich hab's nicht zurückgeschafft. Das Schiff ist gesunken. Ich bin in der Hölle. Du sagst, du kommst aus New Jersey, aber wie kann ich dir das glauben? Wieso sollte einer behaupten, aus New Jersey zu sein, wenn das gar nicht ist? Ja, gut, das ist ein Argument. Hey, ich hab gesagt, es tut mir leid. Was willst du noch von mir? Ich will, dass du zugibst, dass es falsch war, was du getan hast. Na gut, es war falsch, was ich gemacht habe. Wenn ich dir doch nur glauben könnte. Oh. Weißt du was? Ich fahr dich nicht zur Arbeit, weil du mir nämlich total auf die Nerven gehst. Ja, du sagst das eine und machst dann was anderes. Das heißt, du fährst mich hin und findest, dass ich ein netter Mensch bin. Hör damit auf. Weitermachen, ja? Wiedersehen. Hallo. Das heißt, in Wirklichkeit hältst du die anderen vier Finger hoch? Oh, hey, was machst du hier so früh? Ich soll Sheldon zur Arbeit fahren. Ach, er ist auch sauer auf Leonard, hä? Ja, aber auch noch auf dich. Er sagt, du bist der Succubus, der seinen Freund aussaugt. Ich weiß zwar nicht, was Succubus ist, aber wenn... Aber wenn er sagt, kann es nichts Gutes bedeuten. Ich konnte dich hier draußen hören. Hey, Sheldon. Du kriegst kein Hey. Nur ein. Ach komm, sei mal nicht so. Wir hatten doch so viel Spaß in den letzten Monaten. Du hast recht. Das macht dein Verrat nur umso niederschmetternder. Sheldon. Ich habe dich Damenhygieneartikel mit meiner Treuekarte vom Supermarkt kaufen lassen. Hast du eine Ahnung, welche Werbung ich jetzt in der Post haben werde? Sheldon, du hast Ärger mit Lena. Penny kann nichts bitte dafür, dass... Bitte sei vorsichtig, Amy. Die Freundin meines Feindes Freundin ist nämlich meine Feindin. Wirklich? Ja, du bist entweder für mich oder gegen mich. Willst du mit dem Bus zur Arbeit? Es gibt vielleicht eine dritte Option. Nur, dass du es weißt, ich hatte einen Donut zum Frühstück, du Idiot. Jetzt warten wir darauf, dass die Daten vom Schiff ausgewertet werden, aber im Moment sieht's vielversprechend aus. Ist echt genial. Wenn euch der Beweis der Existenz der Unruhstrahlung gelingt, dann... Hey, 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 meine Augen sind hier oben, ja? Howard, Raj, Judas. Weißt du was? Du bist ein Totalverrückter. Ein Totalverrückter mit hervorragendem Gedächtnis und wenn alles nach Plan läuft, mit einer Roboterarmee. Lust damit. Oder mit einer Mutantenarmee, das hängt von meinem Projektförderkredit ab. Ich sagte Schluss damit. Jetzt hört mal gut zu. Ihr seid nicht nur Freunde. Ihr seid beste Freunde. Das ist was Wunderschönes. Und Leonard, weißt du, wieso er so wütend auf dich ist? Weil du ihm gefehlt hast. Ja, und als sein Freund, da solltest du dich mit ihm freuen, dass er die Liebe endlich gefunden hat. So wie ich. Dieser Mann hat nur nicht meine Brust gehalten und dafür liebe ich ihn. Nicht so laut, Alter. Also, könnten wir bitte diese lächerlichen Differenzen zurückstellen und uns darüber freuen, dass wir hier zusammen sind? Okay. Na, wenn du meinst. Danke sehr. Da war nichts dabei. Wir wollten nur wissen, wie groß seine Brüste sind. Und dann hat Leonard mich zum Friseur gefahren und zum Zahnarzt. Und um den Tag perfekt zu gestalten, nach Los Angeles zur Behörde für Maße und Gewichte. Ich dachte, die Maße wären dort das Maß aller Dinge. Aber wie sich gezeigt hat, waren es die Gewichte. Ich bin echt froh, dass ihr zwei wieder Freunde seid. Ich bin froh, dass wir zwei auch wieder Freunde sind. Oh. Dabei fällt mir ein, das hier war in der Post und ich möchte es dir schenken. 50 Cent Rabatt auf Bagisil. Denk an mich, wenn du sie aufträgst. Darf ich was sagen? Es hat mir gefehlt, dass wir alle zusammen sind. Ja. Mir auch. Seit wann kann Kutrapali ohne Alkohol vor einer Frau sprechen? Oh, das war kurz, nachdem du weg warst. Aber, und niemand sagt mir das? Unglaublich, dass wir das vergessen konnten. Denk an Sheldon, wenn du sie aufträgst. Thank you.
Also, es ist mir aufgefallen, keiner von euch hat auf die Einladung zu meiner Krimi-Party geantwortet. Oh ja, das wollten wir noch tun. Nein, wolltet ihr ja nicht. Sie war letzte Woche und keiner ist gekommen. Wenn ihr also wissen wollt, wer Kutrapali mit der Waffe der Gleichgültigkeit erstochen hat, das wart ihr alle. Das wäre kein guter Kriminalfall geworden. Wir alle wussten, was wir taten. Es tut uns leid, Rajesh. Vielleicht machen wir es nächste Woche. Hey, so leid auch wieder nicht. Keine Sorge, ich verstehe den Wink. Keine weiteren Krimi-Partys mehr. Vielen Dank. Denn ich habe etwas viel Besseres geplant. Bitte. Oh, muss das sein? Lasst mich ausreden. Ich veranstalte für euch eine Schnitzeljagd, so eine wie am MIT. Oh, die fand ich toll. Hab immer mitgemacht, wenn ich konnte. Ja, die hatten wir in Princeton auch. Oh, ist ja nett, als wäre das eine richtige Uni. Amüsant. Ich wollte das gleiche über das MIT sagen, aber auf Princeton passt es auch. Die Schnitzeljagden in Harvard waren richtig schwer. Ich scheiterte jedes Mal an Stufe 1, einen zu finden, der ein Team mit mir bildet. Die Geschichte ist eher traurig als witzig. Ich mag Schnitzeljagden, meine Freunde und ich haben die ständig gemacht. Also die hier sind ein bisschen anders. Es gibt Traditionen an den Elite-Universitäten. Und in Princeton. Traditionell sind Aufgaben zu lösen durch Anwendung von Logik, obskurem Wissen und Wissenschaft. Oh, wir sind nur durch die Stadt gelaufen auf der Suche nach einem Laden, der uns Bier verkauft. Also, wer ist dabei? Ich finde, das klingt klasse. Bin dabei. Ja, ich auch. Dann gehen wir es an. Ja, gern. Verzeihung, machen wir das wirklich oder tricksen wir Kutrapali aus wie bei der Krimi-Party? Was ist das? Oh, alles, was ich möglicherweise brauche, um die Schnitzeljagd zu gewinnen. Meinst du wirklich, er wird uns zu einer Bowlingbahn schicken? Na, falls er es tut, weißt du, wie verdreckt diese Mietkugeln sind? Da kann ich gleich an einer Straßenecke gratis Rektaluntersuchungen vornehmen. Okay, meine Freunde, wer ist bereit für eine aufregende Schnitzeljagd? Irgendwo hier in der Stadt Pasadena ist eine Goldmünze versteckt. Um sie zu finden, werdet ihr 10 Rätsel lösen müssen. Jedes Rätsel führt euch an den Ort des nächsten Rätsels. Und das letzte Rätsel führt euch zu der Münze. Das erste Team, das sie findet, gewinnt! Er ist der geborene Showmaster. Irgendwelche Fragen? Ja, kriegen Absolventen aus Princeton fairerweise einen Vorsprung? Das ist nicht witzig. Oh doch, wenn man den Witz versteht. Er beruht auf der Prämisse, dass Princeton keine gute Uni ist. Ha-ha. Siehst du, jetzt hat er ihn verstanden. Okay, Leute, dann teilt euch doch schon mal in Zweierteams auf. So, die üblichen Pärchen? Pärchen klingt gut. Oder wir wählen ganz neue Teams. Am besten ziehen wir die Namen aus einem Hut. Ganz wie ihr wollt. Warte. Wieso gibst du nicht zu, dass du nicht mit mir im Team sein willst? Ich hab gerade gesagt, Pärchen klingt gut. Mhm. Ja, ich bin dir nicht klug genug. Du denkst, ich bin dir dabei ein Handicap. Und das, obwohl ich das Wort Handicap richtig in einem Satz verwendet habe. Sehr gut. Ja. Nein, wir gehen als Pärchen, das gefällt mir. Nein, wir bilden ganz neue Teams. Ich wähle Sheldon und dann zeigen wir dir, wo es lang geht. Wirklich? Da werde ich mal als Erster in ein Team gewählt und schon starte ich mit einem Handicap? Das stimmt nicht. Penny ist kein Handicap. Ich danke dir. Bilden wir ein Team? Am besten losen wir es aus. Schnell und mach die Tür zu, damit sie uns nicht hören. Würdest du mal aufhören zu schmollen? Du hast meinen Namen gezogen, also find dich damit ab. Ja, und weißt du, wie groß die Chance war, dass ich deinen Namen ziehe? Nein. Das ist nicht so schwer. 1 zu 5. Jetzt weißt du, wieso ich schmolle. Also dann, Teams, macht euch bereit, das erste Puzzleteilchen zu lösen. Los!
Seht ihr, was ich gemacht habe? Das erste Puzzleteilchen ist ein Puzzle. Oh mein Gott, wie genial ist das denn? Ach, hätte ich nur einen Freund wie mich. Was machst du denn da? Du musst mit den Rändern anfangen. Es gibt nicht nur einen Weg. Ich habe schon ein paar zusammenpassende Teile. Dann nimm sie wieder auseinander und fang mit den Rändern an. Und verschwende keine Zeit. Wow, du bist echt gut in Puzzeln. Ich habe das als Kind ganz oft gemacht. Meine Mom sagte dazu, wenn du puzzelst, ist das, als hättest du 1000 Freunde. Sie war voll von solch lustigen Lügen. Falls es dich tröstet, meine war nur voll von Buttercremetorte. Tut mir leid, dass wir ein Team sind. Du hast sicher Bernadette gewollt. Hast du schon mal mit Bernadette gespielt? Nein. Warst du schon mal in einem Stahlkäfig mit einem weißen Hai? Schneller, schneller, schneller! Kennst du das Wort etwa nicht? Es bedeutet schneller! Hör auf, mich anzubrüllen! Hey! Du wirst es schon merken, wenn ich dich anbrülle. Oh, oh, es ist der Comicbuchladen! Na los, komm, da müssen wir hin! Aber wir haben noch nicht zu Ende gepuzzelt. Aber das spielt keine Rolle, wir wissen die Lösung, also komm! Nein, du denkst, du weißt die Lösung. Aber es könnte ein Trick sein. Was, wenn das Puzzle fertig ist und im Fenster hängt ein Schild, auf dem steht, geh zum Eisenbahnladen? Also, das wird nicht der Fall sein. Na, ich hoffe, du irrst dich. Ich will nämlich in den Eisenbahnladen. Es ist der Comicbuchladen, gehen wir! Komm mit, du Holenuss, es ist der Comicbuchladen! Es ist der Comicbuchladen, es ist der Comicbuchladen, es ist der Comicbuchladen! Es ist der Comicbuchladen. Ach. Glaubst du, Penny ist sauer auf mich? Weil du in der rechten Fahrspur hinter einem Bus herschleichst, das findet sie sicher ganz super. Nein, weil ich sie nicht in meinem Team wollte. Das war ja auch offensichtlich besser für sie. Bei so einem Lahmarsch wie dir. Es war mir gar nicht klar, dass du so siegesfanatisch bist. Ach, ja, ich weiß. Vermutlich liegt es daran, dass ich mit 5 Geschwistern aufwuchs und mir alles erkämpfen. Oh mein Gott, hast du etwa wegen eines Vogels gebremst? Du weißt, dass die fliegen können, ja? Heute ist das erste Mal, dass wir beide allein miteinander sind. Oh, ja, du hast recht. Woran das wohl liegt? Naja, so aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass wir nicht viel gemeinsam haben, bis auf unsere Freunde. Außerdem hatte mich Penny als erstes davor gewarnt, mit dir allein Auto zu fahren. Ja. Weißt du, ich glaube, dass wir mehr gemeinsam haben, als wir denken. Das wäre? Ich weiß nicht. Was magst du denn alles? Also da wären zuerst Harfen, unsere kleine Farm, die Serie, mittelalterliche Poesie, mittelalterliche Baby, Literatur. Wie wär's mit Musik? Gern. Sheldon lässt mich nie Musik im Auto hören. Er will nicht, dass man ihn für ein Gangmitglied hält. Such dir aus, was dir gefällt. Beatles, langweilig. Eminem, gruselig. Bob Dylan, wie alt bist du? Neil Diamond? Ja, ich liebe Neil Diamond. Ich liebe Neil Diamond auch. Hey, nochmals danke, dass ich deinen Laden für die Schnitzeljagd benutzen darf. Oh, keine Ursache. Ich helfe gern bei den interessanten Sachen aus, zu denen ich niemals eingeladen werde. Oh, ich gratuliere. Ihr seid das erste Team, das hier eintrifft. Ja, es ist keine List, um sich über mich lustig zu machen, sondern ein echtes Spiel und ich gewinne es. Eure nächste Aufgabe ist ein Rätsel. Und wer konnte sich euch besser präsentieren als der Riddler? Kann ich schneller sein als du? Ich habe hohe Absätze und musste einmal für ein Telefonat anhalten. Ich habe Asthma! Mach, dass du wegkommst! Das Rätsel lautet: Hurra, hurra, so klingt fast der Name des flexiblen Helden, der einer Legion entstammt. Er multipliziert N mit dem Wert von He und in diesem Raum das nächste Ding, ihr werdet sehen. Gutes Rätsel. Ja, wenn ihr eure lustigen Aktivitäten plant, wird mein Name dann auch genannt, oder? Ich hatte dich zu meiner Krimi-Party eingeladen. Nein, hattest du nicht.
Oh. Ach, wir sind als Letzte hier. Beeil dich. Das ist ein Marathon, kein Sprint. Man rennt auch beim Marathon. Nicht mit Bowlingkugel im Gepäck. Hey, Penny, ich wollte nur sagen, viel Glück und ich hoffe, dass du nicht sauer bist. Hey, Romeo, du kannst dich in deiner Freizeit um deine Beziehung kümmern. Ganz ruhig, das ist eine schwierige Aufgabe, die löst sich nicht sofort. Das Rätsel lautet... Ich weiß es. Hey, Princeton, hast du gesehen? Das Abendkursteam vom Community College liegt vorn. Ich dachte, wir wären die Lightning Sharks. Hey, weißt du, was das bedeuten könnte? Oh, das ist gut. Dann würde das bedeuten... Das ist es. Zum Nähmobil! Ich wusste es, wir verlieren das hier. Warte, ich weiß es. Ich gratuliere dir, du hast es als Letzter. Du bist richtig gemein, weißt du das? Und niemand will was kaufen. Aha. Okay. So. Für das nächste Rätsel müsst ihr unter jeden Stein sehen. Der nächste Hinweis muss unter einem dieser Gesteinsbrocken liegen. Ach, okay. Sheldon, ich muss dich das fragen. Woher wusstest du, dass wir ins Geologielabor mussten? Oh, ganz einfach. Ja, das Hurra-Hurra klingt so ähnlich wie Jen-Ara, ein Mitglied der Legion der Superhelden, auch Element Lad genannt. Das deutet darauf hin, dass He keine Appellinterjektion ist, sondern für HE steht, die Abkürzung für das Element Helium. Siehst du, wo das hinführt? Ja. Netter Versuch. Also, Element Lads Fähigkeit ist die chemische Umwandlung von Elementen. Helium hat die Ordnungszahl 2. Und multiplizierst du diese mit der Ordnungszahl von N, also von Stickstoff, erhältst du 14. Und das ist die Atomnummer von... Ich mach mich nur lustig, Silizium. Tja, und das ist das häufigste Element auf der Erdoberfläche. Das schränkt die Auswahl ein auf das Geologielabor oder das Chemielabor. Wow, ich kann ein Bier unter Wasser trinken. Und das macht deine Eltern bestimmt stolz. Schließlich noch die Zeile und in diesem Raum das nächste Ding, ihr werdet sehen. Das ist ein offensichtlicher Hinweis auf das Fantastic Four-Mitglied, das Ding, das ganz und gar aus... Ja, leck mich. Ich weiß die Lösung. Das sind GPS-Koordinaten. Ich kann sie weiter. Warte, willst du denn gar nicht wissen, woher ich das wusste? Niemand mag Besserwisser. On the boats and on the planes, and coming to America, never looking back again, and coming to America. Ich hab nichts dagegen, dass du meinen Wagen fährst, aber ich find's nicht okay, dass du mit dem Wagen fliegst. Keine Panik, mein Dad ist Cop, der kriegt sowas wieder hin. Aha, Todesfälle auch? Ihr Kind mag ein Superschüler sein, aber Sie sind ein Vollidiot! Penny antwortet nicht auf meine Nachrichten. Na und, konzentrier dich auf das Spiel! Das Spiel ist schuld daran, dass sie überhaupt sauer auf mich ist. Ich schreibe ihr, dass ich aufgebe. Nein! Das Schlimmste für eure Beziehung wäre, wenn du jetzt aufgibst. Wieso? Weil du dann tatsächlich wie jemand dastehst, für den sie dich bereits hält. Und für was hält sie mich? Wie sag ich's am besten? Sie ist bekannt dafür, dass sie dich mit einem Namen belegt, den man eher für einen Teil der weiblichen Anatomie verwendet. Oder ein Kätzchen. Oder ein Weichei. Ich kann nicht glauben, dass sie das über mich sagen würde. Wenn du deswegen heulen willst, ich habe Taschentücher in meiner Tasche. Es sei denn, du hast selber welche. Blödes Weichei. Okay, nur noch gut 10 Meter. Okay. Oh, es ist eine Bowlingbahn. Ja. Ja, mein brillanter Verstand übertrifft sie alle! Love on the rocks! Ain't no surprise! Just pour me a drink! I'll tell you some lies! Mich nach einem Teil der weiblichen Anatomie zu benennen! Kommst du an den Hinweis ran? Fast! Schnell! Sheldon und Penny waren dicht hinter uns an der Bowlingbahn! Ich hab ihn! Gut, kletter wieder hoch! Mach schon!
Ja, Penny hat vielleicht gar nicht so unrecht. Zum Planetarium. Nichts wie hin. Zu den Teergruben. Nichts wie hin. Hey, ein Neil Diamond-Konzert nächsten Monat. Nichts wie hin. Drei Beutel und noch keiner ist geöffnet. Wir sind die Ersten. Ach, das ist Schmutzwäsche. Du bist dran. Warum denn ich? Weil du schon dein ganzes Leben dafür trainiert hast. Du lebst zwischen deiner Schmutzwäsche. Sie waren zuerst hier, weil du mich hast abbremsen lassen wegen einer blinden Katze. Okay, der Hinweis muss in dem Sack sein. Der Hinweis muss in dem Sack sein. Da sind nur Hosen drin. Da sind nur Hosen drin. Ich bin überrascht, dass du meine Antwort nachplapperst, da ich doch nicht gut genug für dein Team war. Ach, wieso willst du mit jemandem in einem Team sein, der für dich doch eine... Ich kann's gar nicht aussprechen, Frau Sheldon. Wie ist denn das jetzt gemeint? Na, du weißt ganz genau, wie ich das jetzt meine. Nein, sie weiß es nicht. Ich hab's erfunden. Wieso machst du denn sowas? Weil du dabei warst, aufzugeben wie eine große Sheldon. Halt dir die Ohren zu. Ich bin kein Kind. Ich kenne das Wort Esel. Du hättest aufgeben sollen, denn ich mach dich fertig. Hätte ich doch einen Kerl wie sie in meinem Team. Hey, ich bin mindestens genauso ein Kerl wie Penny. Also lass uns das hier gewinnen. Warte, das sind nicht nur Hosen, da ist auch ein T-Shirt. Oh. Hey, das ist mein T-Shirt. Das ist auch deins. Nein, das ist nicht meins. Da ist ein großer Fleck drauf. Warte, auf dem hier auch. Oh. Vielleicht ist der Fleck der Hinweis. Sheldons Fleck, damit ist dein Platz gemeint. Oh, das ist clever. Baby! Ich komme in einer Minute. Ich muss erst einweichen. Halt sie auf, Lennart! Halt sie auf! Wo ist die verfluchte Münze? War die Antwort nicht Sheldons Platz? Oh ja, Lennart. Ja, das war sie. Wo ist dann die Münze? Ja, genau. Wo ist das Ding? Werft doch einen Blick in eure Taschen. Oh. Ich hab sie heute Morgen da reingesteckt. Ich check's nicht. Erkennt ihr es nicht? Wenn wir alle zusammen Spaß haben, dann sind wir auch alle Gewinner. Oh, hier, seht. Auch ich bin ein Sieger. Du verarschst mich doch. Also was Dümmeres habe ich ja noch nie gehört. Das ist echt das Letzte. Was? Wieso? Hört mal. Ich wollte nicht, dass sich jemand am Ende des Spiels schlecht fühlt. Ein paar der Aufgaben waren echt schwer und ich wusste nicht, wer Penny zugelost bekommt. Lauf. Okay, das kam jetzt falsch rüber, aber ihr müsst zugeben, ihr hattet großen Spaß dabei. Lauf bis nach Indien. Ich wollte doch nur für uns alle was Schönes machen. Hey, seht alle her, ich hab gewonnen. Ich fand ihn gut, aber als du mir gesagt hast, ich würde meine Jungfräulichkeit verlieren, dachte ich nicht, dass du mir zum ersten Mal Indiana Jones zeigen würdest. Mein Fehler, ich habe meine Worte unbedacht gewählt. Ich hätte sagen sollen, dass du heute auf meiner Couch in verzückter Ekstase geraten wirst. Jedenfalls danke, dass du ihn dir angesehen hast. Er gehört zu meinen Top-Favoriten. Er war sehr kurzweilig, obwohl die Handlung offensichtliche Schwachpunkte hat. Inwiefern Schwachpunkte? Ja, oh, Amy. Welch blauäugiges Mondkalb du doch bist.
Jäger des verlorenen Schatzes ist das Kind der Liebe von Steven Spielberg und George Lucas, zwei der begnadetsten Filmemacher ihrer Generation. Ich habe ihn 36 Mal gesehen, bis auf die Schlangenszene und die mit den schmelzenden Gesichtern, die ich mir nur ansehen kann, wenn es draußen noch hell ist. So. Ich fordere dich auf, mir auch nur einen Schwachpunkt zu benennen. Hier, sieh meine Kinnlade, lass sie runterklappen. Na gut. Indiana Jones spielt für den Ausgang der Geschichte überhaupt keine Rolle. Wenn er nicht in dem Film wäre, würde der dennoch auf die gleiche Weise enden. Oh, ich verstehe deine Verwirrung. Dir ist nicht klar, dass Indiana Jones der Held mit dem Hut und der Peitsche war. Doch, ist schon klar. Und wenn er nicht in dem Film wäre, hätten die Nazis dennoch die Lade gefunden, sie auf die Insel gebracht, dort aufgemacht und alle wären draufgegangen. So wie es auch geschehen ist. Ich schieb sie wieder hoch. Hey! Hi! Ich dachte, du gehst mittwochs in den Comicbuchladen. Ja, schon, aber Sheldon und Amy haben ihren Dateabend und ich muss nicht dabei sein, damit es peinlich wird. Das schaffen die auch allein. Wie war dein Abendkurs? Oh, gut. Sieh dir das an. Enttäuscht vom eigenen Kind von Beverly Hofstetter. Du hast das Buch meiner Mom gekauft? Ja. Es steht auf der Literaturempfehlungsliste für meinen Psychologiekurs. Oh. Ich bitte dich doch nicht dieses Buch. Da steht so gut wie jede Schreckensgeschichte aus meiner Kindheit drin. Oh cool, sind da Fotos dabei? Nein, ehrlich, bitte, hol dir ein anderes Buch. Ach komm schon, wieso? Wie schlimm kann es schon sein? Da drin stehen Kapitel übers Töpfchen gehen, Bettnässen, Masturbation. Im Prinzip hat sie über jedes Tröpfchen, das aus mir rausgekommen ist, geschrieben. Weißt du was? Mach, was du willst, aber rede nicht mit mir darüber. Auch nicht über das Kapitel über die heftige Stillkrise? Das war keine Stillkrise. Ich habe wohl die Linke favorisiert und deswegen Mams Symmetrie zerstört. Oh mein Gott, du stehst immer noch auf die Linke. Was sagt ihr? Welchen Prominenten sehe ich am ähnlichsten? Halle Berry. Wieso? Stuart und ich stellen Dating-Profile ins Internet und das war eine der Fragen. Und danke, für den Knochenbau dieser Frau würde ich töten. Wieso liest du Stolz und Vorurteil? Ich kann dir sagen, wieso. Amy hat mir Jäger des verlorenen Schatzes kaputt gemacht. Und jetzt suche ich etwas, das ihr lieb ist und mache ihr das kaputt. Weil dir ihr Leben noch nicht reicht. Warte! Wie kann sie den Film kaputt machen? Er ist perfekt. Ja, bis auf die Tatsache, dass Indiana Jones für die Handlung völlig irrelevant ist. Ja, mit oder ohne ihn, die Nazis finden die Lade, öffnen sie und sterben. Warte mal, nein, die Nazis suchen doch an der völlig falschen Stelle. Sie kommen nur an die Lade ran, weil Indy sie zuerst findet. Sie suchen nur deswegen an der falschen Stelle, weil Indy das Medaillon hatte. Ohne ihn hätten sie das Medaillon gehabt und an der richtigen Stelle. Ich such's. Also, ich weiß, du willst nicht darüber reden, aber kann ich dir eine Frage über das Buch deiner Mom stellen? Nein! Ich will doch nur wissen, wieso ein Fünfjähriger das Make-up seiner Mom benutzt und Ballonbrüste trägt. Das waren keine Brüste, es waren Muskeln. Und das Make-up war grün, ich wollte nämlich Hulk sein. Du hattest ihren BH an. Ja, damit meine Muskeln nicht hängen, können wir bitte das Thema wechseln? Okay, okay, aber als Studentin der Psychologie, die einen ausgezeichnet für ihre erste Hausaufgabe bekommen hat, glaube ich, dass es manchmal ganz gut tut, sich solchen Dingen zu öffnen. Okay, na schön. Willst du wissen, wieso ich Hulk sein wollte? Weil ich immer wütend auf meine Mutter war und aus diesem Haus ausbrechen wollte. Und wieso warst du so wütend? Ach, ich weiß es nicht. Möglicherweise, weil ich immer wieder Gegenstand ihrer kleinen Experimente war. Kennst du schon das Kapitel, als sie die Ostereiersuche ohne Ostereier veranstaltet hat, um zu sehen, wie lange ich suche? Die Antwort lautet übrigens Juni. Schätzchen, das tut mir echt leid. Ich wollte, es gäbe etwas, womit ich dich trösten kann. Ich auch, aber da gibt es nichts. Echt nicht? Ganz sicher, mein Süßer.
Leg mich doch nicht mit einer Einser-Studentin an. Heute nehme ich vielleicht die Rechte, aber mach kein Drama draus. Ist das Schminken wirklich notwendig? Ja, wenn eine Frau auf dein Datingprofil geht, sieht sie zuerst dein Foto. Und du willst doch fröhlich aussehen und vor Leben sprühen und nicht wie eine Leiche, die aus dem Wasser gezogen wird. Also dann, es geht los und lächeln. Okay, das halten wir in Reserve. Wie wäre das? Dreh dich weg und dann dreh dich wieder her, aber dabei denkst du beim Anblick der Kamera an die Frau, die du treffen willst. Verstehe. Okay, noch ein Versuch. Aber diesmal tu so, als würde die Frau dich nicht sofort auslachen. Ich fürchte, das schaffe ich nicht. Na komm, ein letztes Mal. Ja, ein bisschen unscharf, aber das ist zu deinem Vorteil. Willst du ein Bier? Klar. Hey, hast du dein Profil schon fertig? So gut wie. Oh, was hast du eingetragen bei Beschreiben Sie sich mit einem Wort? Ich habe da einwandfrei geschrieben. Jetzt, da ich's laut höre, klingt's vielleicht etwas großkotzig. Was nimmst du bei deiner besten Eigenschaft? Das Vermögen meiner Eltern. Was schreibst du bei deiner besten Eigenschaft? Ich habe entfällt angegeben. Hör mal, Alter, mach dich mal nicht so klein, du hast eine Menge vorzuweisen. Ja, wirklich, was denn? Na also, du bist ein talentierter Zeichner, du hast dein eigenes Geschäft. Nichts davon hat mir je bei Frauen geholfen. Okay, also können wir unterstellen, dass du gut bestückt bist? Ich habe einen Hoden, der etwas merkwürdig lang ist. Okay, siehst du, so redet ein Sieger. Was liest du? Oh, es hat sich gezeigt, dass Amys geliebte Stolz und Vorurteil ein makelloses Meisterwerk ist. Er hat zu viel Stolz, sie hat zu viele Vorurteile, es funktioniert einfach. Und jetzt suchst du etwas auf den Witzseiten, das du ihr kaputt machen kannst? Ja, Amy hat eine Vorliebe für den Comicstrip Marmaduke. Und? Und ich denke, ich hab was. Ja, folgendes. Eine Familie besitzt einen Hund, der riesengroß ist und überhaupt nicht diszipliniert. Er bereitet ihnen nichts als Probleme. Wieso also behalten sie ihn? Sie haben sich vielleicht in ihn verliebt, als er ein Welpe war und nicht gewusst, wie groß er mal wird. Oh, natürlich. Wieso kann sie nicht auf Siggi stehen? Das Ding ist voller logischer Fehler. Ja, tut mir leid. Oh, sie ist doch ein Fan von Garfield, soweit ich weiß. Oh, verflixt, jetzt bin ich es auch. Also, wir sehen uns nachher. Ich muss mit Penny zu so einem blöden Footballspiel. Nein, warte, nicht so schnell. Du verbringst auch Zeit mit Amy. Fällt dir irgendwas ein, woran sie hängt, was voller Fehler ist, was ihr aber bisher entgangen ist? Ich gehe dann jetzt. Kannst losgehen? Ja. Hey, meinst du, du kannst diesmal versuchen, mit den Jungs nicht über Sport zu reden? Komische Sportsbar, als hätten die noch nie was von Quidditch gehört. Müssen wir dahin? Jedes Mal, wenn ich was mit meinen Freunden machen will, hast du keine Lust. Entweder ist es zu laut oder das blöde Klo ist zu dreckig oder jemand steckt dir einen Chicken Wing ins Ohr, echt mal. Du hast ja recht, also gehen wir. Hey, was ist auf einmal mit dir? Nichts, alles bestens. Oh nein, warte. Geht's hier noch um das blöde Buch? Nein, nicht alles dreht sich um meine Mom. Denn wenn dich das so sehr mitnimmt, dann müssen wir nicht gehen. Aber jetzt geht's dabei um meine Mom. Ach, es tut mir echt leid. Ich hätte das Buch nie lesen dürfen. Machen wir was zu essen und sehen uns das Spiel hier an. Das klingt sehr schön. Ja. Oder wir holen uns was zu essen und sehen die Blu-ray-Version des Hobbits mit Kommentar des Regisseurs. Ich leide doch gerade so unter meiner Mom. Leonard, gehen wir essen? Sekunde! Hey, entschuldige. Hi, Penny. Hey.
Also, Schätzchen, lass dich heute nicht unterkriegen. Ich versuch's, aber heute Abend geht's mir vielleicht wieder schlecht. Oh, wow! Sex am Arbeitsplatz! Hey, jetzt hör schon auf, das ist meine Freundin. Entschuldige. Die gerade Sex mit mir am Arbeitsplatz hatte. Verdammt, wie hast du das hingekriegt? Naja, wann immer ich davon rede, wie furchtbar meine Mom war, tut Penny alles dafür, damit es mir wieder besser geht. Ja, ehrlich? Gut, ich bin nicht stolz drauf, aber die Sache funktioniert. Ich hab's geschafft, dass sie sich eine 6-teilige Doku über Monty Python ansieht. Sogar ich fand's langweilig, wollte aber sehen, ob sie's durchhält. Du bist trotzdem stolz, hä? Bin ich. Ich bin echt stolz, ja. Hallo, Sheldon. Ist alles in Ordnung? Ja. Wieso? Weil das letzte Mal, als du einen außerplanmäßigen Videochat wolltest, eine Pommes mit Wellenschnitt zwischen den anderen war und du dachtest, jemand schiebt dir Drogen unter. Am 13. April. Das war eine wahre Horrornacht. Also, was kann ich für dich tun? Ich möchte dich gern einladen zu einem spontanen Date, und zwar morgen Abend. Wirklich? Ja, du warst so freundlich, der Jäger des verlorenen Schatzes mit mir anzusehen. Daher möchte ich den Gefallen erwidern, indem ich dich einlade, mit mir eine Folge deiner Lieblingskinder-Fernsehserie Unsere kleine Farm anzusehen. Das finde ich ganz toll. Wieso reibst du dir die Hände? Ich mache eine Lotion drauf. Kommst du oder nicht? Natürlich komme ich. Ausgezeichnet. Dann sehen wir uns also morgen. Gute Nacht, Dr. Fowler. Gute Nacht, Dr. Cooper. Gute Nacht, ja, na klar. Was für eine Närrin. Wozu brauche ich eine Lotion bei solch weichen Händen? Du warst so still beim Essen. Ist alles in Ordnung? Ja, schon. Ich musste nur an meine Mom denken und wie traurig meine Kindheit war. Ja, bestimmt sehr. Ich nehme ein Bad, du machst die Küche. Wie wär's, wenn ich mit dir bade und wir sehen, was passiert? Ja, ich sag dir, was passiert. Ich gehe baden und du räumst die Küche auf. Das ist alles? Kein Mitgefühl? Armer Howie, das reicht. Klar, ich geh jetzt baden. Bernie! Was? Was ist denn heute los mit dir? Ich vertraue dir meinen Schmerz an. Und ich glaub's dir nicht. Versuch's nochmal. Ich lerne, ein Mann zu sein in einer Kultur, in der es täglich schwieriger wird, zu wissen, wie. Zweiter Strike. Ich kopiere Leonard. Wenn er das mit Penny macht, kriegt er Sex und darf Monty Python sehen. Howie! Ich weiß, es war dumm. Ich hätte es nicht tun sollen. Und jetzt macht mich das traurig. Ganz traurig. Geh nur baden. Ich räume die Küche auf. 3, 2, 1. Das war's. Unsere Dating-Profile sind live im Internet. Achtung, all ihr Kaufwürdigen, mein Geschäft ist zum Kaufwürden eröffnet. So ist es, ihr Ladies. Wie ihr lesen könnt, bin ich selbstbewusst und man kann Spaß mit mir haben. Oh, cool. Es zeigt dir, wenn jemand dein Profil liest. Jenny209. Ob das hier gewischt ist? Falls ja, übernehme ich sie. Gut. Oh, ich habe auch eine. Die Mädels kommen zu uns. Oh Mann, wenn ich das schon vor Jahren gemacht hätte, wäre ich bestimmt schon 3 oder 4 Mal geschieden. Wow, schon wieder eine. Hey, ist doch eigenartig. Wenn sie dein Profil lesen, kommst du dir dann auch entblößt vor? Als würden sie dich nackt sehen? Naja, sie rennen nicht schreiend weg, also nein. Unsere kleine Farm ist toll. Damals habe ich wegen der Serie sogar mal versucht, meine Katze zu melken. Die streng riechende Schüssel Cornflakes war die Kratzer nicht wert. So, lehn dich zurück, entspann dich und genieße eine heißgeliebte Kindheit. Oh, siehst du, wie die kleine Laura Ingalls ein Erdnussbutter-Sandwich isst? Erdnussbutter? Das ist eigenartig, da man Erdnussbutter erst seit dem frühen 20. Jahrhundert kennt. Wenn ich gewusst hätte, dass es um Zeitreisen geht, hätte ich sie mir schon früher angesehen. Du versuchst es mir heimzuzahlen wegen der Sache mit Indiana Jones. Das ist lächerlich. Fast so lächerlich, wie dass Dr. Baker ein Telefon hat, denn Telefon hat es zu der Zeit nur in Großstädten gegeben. Das sollte unser kleines Absurdistan heißen.
Sheldon, wir führen eine Beziehung. Wenn du dich ärgerst, sag es mir. Du musst nicht auf Rache sinnen. Ganz sicher? Jedes Mal, wenn mein Dad über Nacht wegblieb, hat meine Mami im Hamsterhäufchen in den Kautabak getan. So etwas machen wir hier nicht. Na schön. Ich bin wütend auf dich. Du hast mir nicht nur Jäger des verlorenen Schatzes kaputt gemacht, sondern vermutlich gleich die ganze Filmreihe. Abgesehen von Teil 4, der war schon schlecht, bevor du drüber herziehen konntest. Ich hätte es nicht sagen dürfen. Es tut mir leid. Danke. Fühlst du dich besser? Ja. Aber nicht so gut, wie es mir geht, wenn ich dir sage, dass dein kostbarer Garfield keinen Grund hat, Montage zu hassen. Er ist eine Katze, er hat keinen Job. Hey, ich war nur... Wow, was wird das? Oh, nur eine kleine Freude. Ich weiß, es ist dir in letzter Zeit ziemlich schlecht wegen deiner Mom gegangen. Oh, und wie? Es geht mir so schlecht. Und ich will doch, dass es dir besser geht. Darum habe ich mir etwas ganz Besonderes für dich ausgedacht. Oh, ich kann sogar schon spüren, wie es wirkt. Hallo, Leonard. Mom? Wie ich höre, jammerst du über meine Kindererziehung mit dem Ziel der emotionalen Manipulation deiner Freundin. Bernadette hat mir alles erzählt. Jetzt kriegst du weder die linke noch die rechte. Reden wir doch darüber, wieso du mich weiterhin in dein Sexualleben hineinziehst. Oh, bitte, Mami, nein, Mami! Als du 6 Jahre alt warst, hast du unerwartet mich und deinen Vater nackt gesehen. Ich versohlte ihm gerade den Hintern mit deinem nagelneuen Ping-Pong-Schläger. Das ist kein Traum gewesen. Was hast du dabei gefühlt? Penny, komm zurück, jetzt bin ich wirklich traurig. In den letzten 2 Stunden waren 162 Frauen auf unseren Profilen. Wie viele haben uns angemeldet? Zusammengenommen? Ja. 0. Alter, das ist brutal. Ich habe mich noch nie so zurückgewiesen gefühlt. Und ich hatte mal einen ausgesetzten Hund, der freiwillig ins Tierheim zurück ist. Das ist echt ätzend. Wenn wir hier nur abblitzen, können wir es auch gleich in einer Bar auf die alte Tour versuchen. Ja, dabei sehen Sie uns wenigstens in die Augen. Ja, alles ist besser als das hier. Hallo? Kein Interesse. Hab mich geirrt, das ist schlimmer. Wartet. Wenn Indiana Jones nicht wäre, wäre die Bundeslade niemals im Lagerhaus gelandet. Oh, das ist wahr. Er hat dafür gesorgt, dass die zuständige Behörde die Lade archivieren konnte. Wie ein Held. Ja! Oh. Obwohl, eigentlich sollte Indy die Bundeslade ins Museum zur Untersuchung bringen und hat nicht mal das hingekriegt. Oh. Oh. Verlegenes Schweigen, Sheldon an seinem Handy, kein Anfassen, jemand hat heute ein Date. Es ist tatsächlich animalischer, als es aussieht. Sheldon erkundigt sich über den phallischen Symbolismus von Wurzelgemüse in der Renaissance-Malerei. Oh nein, das hat mich gelangweilt. Ich sehe mir gerade Nagelhautscheren auf Amazon an. Dass du ihm nicht die Kleidung runterreißt und ihn gleich hier auf dem Tisch nimmst. Wenn du das tust, schreie ich. Sheldon, ich habe eine aufregende Neuigkeit. Damit sind wir schon 2. Meine neuen Nagelhautscheren treffen in 1 bis 2 Geschäftstagen ein. Ich hoffe, morgen schon. Ich wurde gebeten, eine Zeit lang an einer Experimentierreihe an deiner Universität mitzuwirken. Wäre das nicht toll? Mittags könnten wir essen gehen, zusammen zur Uni fahren. Weißt du, die Fahrten mit Leonard sind in letzter Zeit doch recht eintönig geworden. Ja, das einzige Autospiel, das er noch spielen will, ist das Schweigespiel. Und er ist furchtbar darin. Jedes Mal gewinne ich. Wärst also einverstanden? Was sollte dagegen sprechen? Naja, durch dieses Projekt würden wir in direkter Nachbarschaft zueinander arbeiten. Und du kennst doch die vulgäre Aussage, man soll nicht dort defekieren, wo man speist, nicht? Oh,
Mein Vater erwähnte das früher auch immer. Das und wen muss man hier oral befriedigen, um ein alkoholisches Getränk zu kriegen? Aber was hat das mit deiner Arbeit an der Universität zu tun? Sheldon, defekiere nicht, wo du speist, bedeutet, hab keine romantische Beziehung am Arbeitsplatz. Wirklich? Ja. Oh, und ich habe das immer wortwörtlich genommen. Deswegen entbehrte ich kein einziges Mal meinen Darm in diesem oder in anderen Restaurants. Ich bin erleichtert, dass du kein Problem mit unserer beruflichen Nähe hast. Nicht so erleichtert, wie ich es gleich sein werde. Eine neue Zeit bricht an, junge Lady. Bist du verrückt? Man arbeitet nicht mit seiner Freundin am selben Arbeitsplatz. Höllischer Narr. Wieso nicht? Haarige Fee. Das könnte aber romantisch werden. Meine Eltern haben sich bei der Arbeit kennengelernt. Dein Vater ist Gynäkologe. Ich weiß, was einst als Abstich begann, wurde zu einem Date. Dann hatte er sie eingestellt, was zu einer Ehe führte, woraus Hass entstand, der bis heute anhält. Zweiäugiger Zyklop. Kannst du ihm sagen, dass das keine gute Idee ist? Nein, ich finde das sogar gut. Beim nächsten Mal kriegt er vielleicht bei der Arbeit eine Bindehautentzündung. Dann kann sie ihm die Tropfen in die Augen träufeln. Riesenbaby. Das ist ein rasender Oger. Ja, ich weiß. Ich hätte nur ungern eine so große Nähe zu Bernadette. Ja, ich meine, wer sich den ganzen Tag lang sieht, soll dann auch noch nach der Arbeit zusammen abhängen. Hm? Hey, Sekunde, das haben wir immer gemacht. Wir arbeiten zusammen und spielen zusammen. Ich weiß, und es hat mich in die Arme einer anderen Frau getrieben. Bipolarer Bär. Tja, ich weiß deiner Sorge zu schätzen, aber ich werde Amy nicht öfter zu sehen kriegen, als es jetzt der Fall ist. Ich ziehe die zusätzliche Zeit, die wir zusammen bei der Arbeit verbringen, von der wöchentlichen Quote ab. Bitte, lass mich dabei sein, wenn du ihr das sagst. Wieso? Willst du ihren Gesichtsausdruck sehen, wenn sie von meiner wunderbaren Idee erfährt? Bitte, oh bitte, lass mich dabei sein. Und Amy, woran arbeitest du dann in der Caltech? Ich leite eine Studie, die zeigen soll, ob Monoaminooxidasemangel bei Affen paralysierender Angst bewirkt. Wenn sie menschenähnlich sind, lautet die Antwort ja. Hast du das Experiment an Menschen durchgeführt? Du meinst an Todestraktinsassen, die nichts zu verlieren haben? Nein, das wäre unethisch. Nur die wenigsten wissen übrigens, dass das Monoaminooxidase-Enzym von einer Frau entdeckt wurde, Mary Bernheim. Ganz recht, mein Handy ist genauso clever wie ihr zwei. Amy Bernadette Penny? Amy Bernadette Penny? Amy Bernadette Penny? Der hört damit wohl nie auf. Das stört mich nicht. Ich hoffe, sein Zwang zur Wiederholung ist eines Tages von Vorteil für mich. Hi, ich habe es neu durchdacht und du kannst nicht dort arbeiten, wo ich arbeite. Genieß den Rest eures Abends. Sheldon? Ich habe den Vertrag schon unterschrieben und auch den Scheck eingelöst. Ohne Ärger kommst du da nicht so leicht raus. Sheldon, ich verstehe das nicht. Es war doch okay für dich. War es ja auch, aber dann hat Howard mir ausführlich erklärt, wie furchtbar es wäre, wenn er mit seiner besseren Hälfte arbeiten müsste. Er hat was gesagt? Nein, kein Grund zur Aufregung. Erst nur der Ansicht, zu viel von dir auf einmal am Tag wäre nervtötend. Entschuldigt mich, ich muss mal mit meinem Mann reden. Ja, aber fasse dich bitte kurz. So viel ich verstanden habe, liegt die Würze in der Kürze, also bitte. Und, sind wir uns einig? Nein, wir sind uns nicht einig. Ich arbeite an dem Projekt weiter. Ja, du kannst dir nicht sagen, was sie zu tun und zu lassen hat. Du hast Leonard gesagt, er kann seine Wookie-Jacke nicht in der Öffentlichkeit tragen. Das ist was anderes. Ich gehe nicht mit jemandem aus, der wie ein verrückter Weltraumbär aussieht. Sheldon, du musst dir keine Sorgen machen, dass ich dich belästige. Ich bin in einem anderen Gebäude und wir müssen noch nicht zusammen essen gehen. Wirklich? Ja. In erster Linie bin ich Wissenschaftlerin. Ich will dort nur arbeiten und mit etwas Glück ein paar Affen den Schreck ihres Lebens einjagen. Ganz sicher, dass deine mottenartige Persönlichkeit nicht von diesem gleißenden Licht angezogen wird? Mehr und mehr sicher. Naja, dann hast du meine Erlaubnis. Ich hab dich nicht darum gebeten. Zu spät, hab sie schon erteilt. Nein, nein! Also bitte, Sheldon hat das missverstanden. Was ich meinte, ist, dass wenn wir zusammenarbeiten, wäre das zu viel von mir für dich. Nicht umgekehrt, nein. Howard, wenn du deine Frau belügen willst, fang den Satz nicht an mit Sheldon hat es missverstanden. Das entlarvt ihn als Lüge.
Also? Okay, gut, ich habe es gesagt und ich finde, es stimmt. Wenn wir zusammen arbeiten und zusammen leben würden, könnten wir einander irgendwann satt haben. Ja, aber um fair zu sein, er hat nur gesagt, dass er dich satt hat. Oh, Herrgott, noch eins, wieso? Und was genau würdest du dann satt haben? Zwei Optionen. Herzinfarkt vortäuschen oder wirklich einen bekommen. Es ist ja nichts im Besonderen. Ich... Ist es meine Stimme? Bin ich zu gebieterisch? Mein Arm wird ganz taub. Volltreffer. Das ist der falsche Arm für einen Herzinfarkt, du Idiot. Ich hab sagen wollen, es gibt... so einige Dinge an mir, die dich in den Wahnsinn treiben, wenn du sie den ganzen Tag lang zu ertragen hättest. Wie mir in die Augen zu sehen und mich zu belügen? Ach, na hör mal, wo soll ich denn sonst hinsehen, wenn ich dich anlüge? Such dir heute einen anderen Schlafplatz. Bernie! Falls es ein Trost für dich ist, Amy und ich sind uns einig. Zwischen uns ist alles gut. Na, Freunde, wie war die Pyjama-Party? Seid ihr aufs Bett gehopst und habt in eure Bürste gesungen? Es war keine Pyjama-Party, es waren nur ein paar Kumpels, die getrunken, gekichert und die Braut des Prinzen geguckt haben. Bitte sei einfach still. Wie ihr wünscht. Weißt du, Sheldon, es wäre gar nicht erst passiert, wenn ich dir nicht hätte helfen wollen. Das wäre auch nicht erst passiert, wenn im frühen Universum der Wasserstoff etwas mehr oder etwas weniger verbreitet gewesen wäre. Das ist lustig, jetzt wieder du. Gentlemen. Hey, Amy. Hallo. Hey. Das war recht unterkühlt. Ist alles klar? Oh, aber ja, wie Howard uns geraten hat, nimmt sie Rücksicht auf unsere beruflichen Abgrenzungen. Super. Beziehungstipps von dem Mann anzunehmen, der letzte Nacht dabei war, Rajs Haare zu flechten. Ja, ich glaube, du hast recht damit. Ich habe mir umsonst Sorgen gemacht, wie es aussieht. Seht sie euch an. Verzweifelt wünscht sie sich, sie wäre bei uns am coolen Tisch. Ja. Keine Sorge, kleine Motte, das gleißende Licht kommt zu dir. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass Bernadette nicht anruft und sich entschuldigt, wie wäre es mit Mexikanisch zum Abendessen? Ich weiß nicht, ist das nicht etwas zu schwer? Dann lass die Finger von den Chips. Und das ist Dr. Petersen aus Stockholm. Oh ja, Schweden. Die Heimat meines Lieblings-Muppets und meiner zweitliebsten Fleischbällchen. Okay, der Ruf der Nordländer, humorlos zu sein, ist wohl begründet. Lieber sein Name Petersen oder Miese Petersen? Worauf wollen Sie hinaus, Dr. Cooper? Ja, also, oh bitte, ich bin dein Freund, nenn mich Sheldon. Ja, richtig. Ich bin in einer Mädchen-Junge-Beziehung mit diesem süßen Klumpen Wolle. Sheldon! Ja, es ist sogar eine körperliche Beziehung. Händchen halten, anlehnen, sogar an heißen Tagen. Au! Das jetzt ist neu. Offenbar treten wir uns jetzt unter dem Tisch gegen das Schienbein. Wie ist es, wenn ich zutrete? Oh! Nicht so besonders, oder? Testsubjekt D7 alias Betsy. Studie zur Angstreaktion. Bild Nummer 1, Franzose auf einem Fahrrad, der Baguettes liefert. Keine sichtbare Reaktion. Bild Nummer 2, Saxophon. Auch keine Reaktion. Okay. Setzen wir mal eins drauf. Bild Nummer 3, Krokodil mit Maul voller Affen. Na, das ist doch was. Dr. Fowler? Was willst du, Sheldon? Naja, ich bin mit der Arbeit fertig und... Oh, entschuldige. Besser? Oh, Baguette. Ja, ich mag Baguette. Was genau machst du da eigentlich? Ich bestimme die Basiswerte der Angst bei Kapuzineraffen durch Messung der Reaktion auf visuelle Stimuli. Du schlägst also Zeit tot. Wie bereits gesagt, ich bin mit der Arbeit fertig, Leonard jedoch nicht. Also freue dich, du darfst mich nach Hause fahren. Wenn du es geschickt machst, lasse ich dich an dem Platz vorbeifahren, wo nachts die Busse abgestellt werden. Ich kann jetzt nicht hier wegschaden, ich habe noch viel zu tun. Und warum sollte ich dir einen Gefallen tun, so wie du dich in der Cafeteria verhalten hast? Bild Nummer 4, Boa Constrictor.
Wovon in aller Welt redest du da bloß? Mein Verhalten in der Cafeteria war ganz reizend. Vielleicht muss dein Freund Petersen ganz schnell zu Ikea gehen und sich dort seinen Humor zusammenbauen. Du bringst mich an meinem ersten Tag hier in eine peinliche Lage. Bild Nummer 5, Kätzchen in einer Teetasse. Oh. In eine peinliche Lage? Weißt du was? Ich habe keine Zeit dafür. Sieh zu, wie du nach Hause kommst. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du mir böse bist. Ach ja? Wie kommst du denn darauf? Ein paar Dinge, um ehrlich zu sein. Dein Tonfall, Körpersprache. Verschwinde! Ja, und jetzt das? Bild Nummer 6. Frau, die entbindet. Oh, bäh. Es ist 9 Uhr. Wo bist du gewesen? Ich musste heute den Bus nehmen, bin eingeschlafen und habe die Haltestelle verpasst. Oh nein. Wusstet ihr, dass es in Los Angeles ein Little Sri Lanka gibt? Nein, wusste ich nicht. Also ich schon, seit neuestem. Das sind ganz liebevolle Menschen, obwohl anfangs erschreckend, wenn man Aug in Aug mit ihnen aufwacht. Falls ihr Hunger habt, ich habe hier noch Hammel in Kokosnussmilch. Wieso denn das? Du magst doch kein Lamm. Ja, ich habe zunächst nach dem Weg gefragt. Offenbar gab es ein Kommunikationsproblem. Ich dachte, Amy würde dich nach Hause fahren. Ja, das dachte ich auch, aber ihr Verhalten war auf einmal ganz merkwürdig. Ich habe das schon mit einem Herrn aus Sri Lanka im Bus erörtert. Und er stellte die Hypothese auf, dass in letzter Zeit vielleicht ein Tiger über ihren Schatten gelaufen ist. Aber vermutlich hat er auch nur die Werbetrommel für die Ayurveda-Praxis seines Schwagers gerührt. Hey, Sheldon, was ist vorgefallen zwischen dir und Amy? Na, ist es zu fassen, dass ich sie heute blamiert haben soll? Ja. Aber du kennst doch gar nicht die Details. Sheldon, ich kenne dich schon seit langer Zeit und ich will dir Folgendes sagen mit all der Liebe, die ich noch aufbringen kann. Amy hat recht, du nicht. Aber du weißt, das macht nichts. Aber zu meiner Verteidigung... Das spielt keine Rolle. Ihr hört euch meine Version ja gar nicht erst an. Na schön, Sheldon, wie lautet denn deine Version? Also. Nein, da muss ich Amy zustimmen. Oh, die Schrimps waren scharf. Willst du eine Gaultablette? Die mit tropischem Fruchtaroma? Nein, wenn ich die habe, lutsche ich sie weg wie nichts. Wem sagst du das? Einmal, ich schwör's, habe ich ein Stück Kreide ausgeschissen. Ich geh schon. Danke. Hi. Oh, hi. Ich habe vielleicht zu heftig reagiert. Ja, weißt du, ich war auch nicht gerade sehr zartfühlend. Tja, manchmal habe ich das Gefühl, du verbringst deine Zeit lieber mit deinen Freunden als mit mir. Das ist nicht wahr. Ach nein? Ihr beide seht euch den ganzen Tag in der Uni und danach trefft ihr euch zu spielen oder geht in den Comicbuchladen. Letzte Woche wart ihr zur Paarmassage. Als du gesagt hast, du willst mit mir nicht so viel Zeit verbringen, hat mich das wirklich verletzt. Oh, also ja, das verstehe ich. Es tut mir echt leid. Von morgen an beginne ich ein neues Leben. Zeit mit dir ist dann meine oberste Priorität. Wieso erst morgen? Weißt du, wir stehen kurz davor, das neue Batman-Spiel zu beenden. Es ist total abgefahren. Geh mal lieber hinterher. Soll ich dir hinterhergehen? Nein! Danke, dass du mir das eingebrockt hast. Amy? 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 Sheldon, was willst du mitten in der Nacht hier? Ich konnte nicht schlafen, weil ich immerzu daran denken muss, was heute zwischen uns vorgefallen ist. Außerdem hatte ich ein erfrischendes Schläfchen im Bus. Apropos, willst du vielleicht Hammel in Kokosnussmilch? Nein. Ach, ich werde das Zeug einfach nicht los. Was willst du? Amy, es fällt mir nicht leicht, das zu sagen. Jede Beziehung hat ihre Schwierigkeiten. Aber umso mehr noch, wenn du mit jemandem zusammen bist, der sich schwer tut mit alltäglichen sozialen Interaktionen. Und der offen gesagt manchen Menschen den Eindruck vermittelt, er wäre eine Art Sonderling. Sheldon, du bist kein Sonderling. Ich spreche aber doch nicht von mir.
Jetzt mal ehrlich, man weiß nie, was dich eigentlich aufbringt. Ich habe mich doch nur als dein Freund vorgestellt und dir dann die Möglichkeit gegeben, mich nach Hause zu fahren. Ich breche das Eis bei deinen Kollegen und benutze ethnischen Humor, der übrigens der lustigste Humor der Welt ist. Was willst du mir sagen? Ich möchte dir sagen, dass wir ein Paar sind und ich mag dich so, wie du bist. Mit allen Marotten. Ich mag dich auch. Das will ich doch hoffen. Wer sonst hämmert nachts an deine Tür und lässt sich deinen Unsinn gefallen? Nicht mal ein kleines Auf Wiedersehen? Ja, siehst du, wegen solcher Macken hält man dich für sonderlich. Armes Ding. Sie sieht's einfach nicht ein. Ich werde mich bei Howard nicht entschuldigen. Er müsste mich auf Knien anflehen. Das gilt auch für Sheldon. Wenn ich ihn in der Uni sehe, ignoriere ich ihn. Hey, keine Sorge. Ich habe mit Leonard geredet. Er setzt sich mit den Jungs hin und rückt ihnen den Kopf zurecht. Laser ist aufgewärmt. Lass los. Yeah! Woran arbeitest du? Kann nicht reden, Denkzone. Weißt du, was er da macht? Könnte alles Mögliche sein. Letztes Mal, als er so war, errechnete er den Elektronentransport in Graphen. Davor erstellte er eine Liste von Personen, die in sein Baumhaus dürfen, falls er sich eins zulegt. Ich bin angeblich nicht geeignet. Sheldon, was hältst du von der Pause? Dein Essen ist da. Nein, was soll denn das? Er ist sowohl schweigsam als auch glücklich. Es ist, als würdest du ein Einhorn und Bigfoot zur selben Zeit erblicken. Entschuldigt, es ging nicht eher. Bernadette hing in der Arbeit fest. Tolle Neuigkeiten. Ein Waschbärvirus hat die Artenbarriere durchbrochen und jetzt kann er sogar Menschen infizieren. Wieso ist das eine gute Nachricht? Im Pharmaziebusiness haben wir eine Redensart. Je mehr Infektionen, desto mehr Geld. Na, vielleicht wäschst du dir vorher noch deine kleinen Waschbärhände. Oh, komm wieder runter. Wenn ich ihn hätte, wäre ich längst tot. Leute, hört mal. Kann jetzt nicht, Denkzone. Interessiert mich auch nicht. Nächste Woche ist der Jahrestag meines ersten Dates mit Bernadette. Interessiert mich noch weniger. Ich plane etwas Besonderes und hoffe sehr, dass ihr alle dabei mitmacht. Oh, für welche furchtbare Sache leistest du Wiedergutmachung? Ich will bloß vorsorgen für das nächste Mal, wenn ich was Furchtbares anstelle. Ah. Sie kann jede Sekunde wieder hier sein. Also folgendes. Ich schreibe einen Song und dachte, wir singen ihn alle zusammen für das Sie. Das ist ja eine nette Idee. Cool. Sheldon? Ja? Seit wann sind wir in der Cheesecake Factory? Ist doch süß, was Howard für Bernadette machen will. Ja. Hey, wie kommt's, dass du nie was Romantisches machst, wenn unser Jahrestag ist? Ja, zum einen hast du so oft mit mir Schluss gemacht, dass ich gar nicht weiß, um welches erste Date es eigentlich geht. Oh, ruf mal jemand den Katastrophenschutz an. Bin wieder in der Denkzone. Abgesehen davon mache ich dauernd romantische Sachen für dich. Kannst du mir eine romantische Sache nennen, die du für mich gemacht hast? Kann ich dir eine Menge nennen? Sex zählt nicht. Oh. Hey, und was war mit der Frühstückspension? Also ich habe dich dazu eingeladen. Das Einzige, was du gemacht ich hast... Ich weiß, was ich gemacht habe. Den Schaukelstuhl mussten die bestimmt anschließend wegwerfen. Ja. Also ich kann romantisch sein, wenn ich will. Ja, ist schon okay. Und außerdem nicht wahr. Okay, warte, du wirst schon sehen. Ich werde so romantisch sein, dass dir der Arsch wegfliegt. Das ist poetisch. Ist das von Shakespeare? Sheldon, hier ist... Denkzone. Er wird schon merken, wenn er vom Dach fällt. Ah. Sheldon, ich weiß, du bist in deiner eigenen Welt, aber willst du einen Tee? Ich hätte niemals gedacht, dass ich das sage, aber du hast seit mehreren Stunden nicht geredet und ich mache mir Sorgen. Bitte sag irgendwas. Leonard, fühle dich minderwertig und weine in Anbetracht der Herrlichkeit meines Genies. Nein, vorher war's doch besser. Sieh es dir an. Ich fühle mich, als hätte mein Verstand ein Baby geboren. Und es ist wunderschön. Nicht so wie Menschenbabys, die laut sind und von Schleim bedeckt.
Heilige Scheiße, Sheldon, hast du da gerade eine Methode zur Synthese eines neuen, stabilen, superschweren Elements entwickelt? Was, hab ich das? Oh, das kann doch nicht sein. Das ist bisher noch niemandem gelungen, außer mir, denn ich hab's geschafft. Sheldon und sein Hirn, ja! 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 Sheldon. Ja, vorher war es eindeutig besser. Sheldon und sein... Also, ich bin fast fertig mit dem Song für Bernadette. Bist du cool mit dem Cello? Wenn du mit cool bereit sein meinst, dann ja. Wenn du aber meinst, ob ich damit cool aussehe, hast du mich nie Cello spielen sehen. Sehr schön. Und spielst du die Ukulele? Ja, na klar, werde ich hier auf meinem Ding was vorkniedeln. Es reicht, wenn du es auf deiner kleinen, lächerlichen Gitarre spielst. Na schön, ich bringe ihr Herz zum Schmelzen. Danke. Und ihr Gesicht! Hey, Gentlemen. Ihr habt zweifellos von meinem kleinen Durchbruch gehört. Und falls ihr geplant hattet, mich auf eure Schultern zu heben und in der Cafeteria umherzutragen, bitte unterlasst das. Ich habe keine Lust auf Höhen, Reisekrankheit oder den Gedanken daran, dass eure Nacken mein Gesäß berühren. Nein, ehrlich, ich gratuliere dir, Chad. Ja, ich habe deine Arbeit gelesen. Diese Technik zur Erzeugung neuer schwerer Elemente ist super. Oh, danke. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe gerade erfahren, dass ein chinesisches Forscherteam am Hubei-Institut für Kernphysik einen Test in einem Zyklotron durchgeführt hat und das Resultat ziemlich vielversprechend war. Sheldon, das ist ja unglaublich. Ja, ich weiß, Sie bezeichnen es als das Größte seit der Kommunistischen Partei. Obwohl ich glaube, dass die Kommunistische Partei wollte, dass Sie das sagen. Ich finde China toll. Die wissen, wie man die Leute auf Linie hält. Was passiert als nächstes? Oh, noch mehr Versuche, noch mehr Erfolg, noch mehr Ruhm. Aber nur keine Sorge, ich bleibe der gleiche bodenständige, einfache, bescheidene Mann, der ich immer war. Das ist doch schön. Hey, gib mir den Keks, ich habe ein Element entdeckt. Danke nochmals, dass du mir helfen willst. Du hast genau den Richtigen angerufen. Mit mir gestaltest du den perfekten romantischen Abend für Leonard. Okay, gut, denn ich tue mich echt schwer damit. Wie du sicher weißt, führt der schnellste Weg zum Herzen eines Mannes durch seine... Hose, aber Leonard sagt, Sex zählt nicht. Oh, du armes Ding. Nur ein Pfeil im Köcher und weiß ihn nicht zu nutzen. Aber zum Glück gibt es noch einen anderen Weg und das ist er durch seinen... Magen. Ich weiß nicht, ob ich für ihn kochen soll. Er ist da immer ziemlich mäkelig. Es ist zu salzig, es ist zu trocken, es ist zu angebrannt und gefroren zur selben Zeit. Sag doch mal, was dich umhauen würde. Ich hatte immer eine Fantasie, die mit Tanz zu tun hat. Die sexuelle Spannung zwischen meiner Partnerin und mir knistert nur so. Aber Mann, mein Vater ist nicht einverstanden, bis er uns bei einem großen Tanzwettbewerb sieht. Okay, das ist jetzt die Handlung von Dirty Dancing. Was könnte dir noch gefallen? Abgesehen davon, von Patrick Swayze herumgewirbelt zu werden. Oh, du könntest dich unten vor sein Fenster stellen und den Ghetto-Blaster hochhalten. Das ist aus Teen Lover. Ich bin Single und sehe gern Filme. Also Penny, wenn du wirklich romantisch sein willst, muss es von dir kommen. Das verstehe ich, ja. Aber wieso ist das so schwer? Tja, weil du es nie nötig hattest. Du bist jung und hübsch und die Männer schmeißen sich an dich ran. Ich würde das ja bedauern, aber es geht nicht. Mal sehen, was ist das Nächste? Oh, okay, hier. Das ist der Magic Marker, den ich benutzt habe, als ich meine Entdeckung machte. Ich denke nicht, dass das Smithsonian dein Marker will. Deswegen stehst du nicht auf meiner Baumhausliste. Rate, über wen tatsächlich ein Artikel in Physics Today erscheint. Kleiner Hinweis, gestern hast du den Durchmesser seines verdächtigen Muttermals ausgemessen. Sheldon, ich bin echt stolz auf dich. Ja, selbstverständlich. Meine Entdeckung verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Anders als mein Muttermal, das verharrt stabil bei der Größe einer weißen Bohne. Was als Nächstes? Oh, das ist genau das Exemplar des großen Handbuchs der Chemie und Physik, aus dem ich die Reaktionsgeschwindigkeit von Mendelevium und... Und was? Nein. Nein, 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 nein. Was ist denn? Ich habe einen furchtbaren Fehler gemacht. Ich verstehe nicht, was du meinst. Diese Tabelle, sie ist in Quadratzentimetern. Ich dachte in Quadratmetern. Weißt du, was das bedeutet? Dass Amerikaner keine Ahnung vom metrischen System haben? Amy, ich habe mich um den Faktor 10.000 verrechnet. Aber das chinesische Team hat doch das Element gefunden. Sie hätten es aber nicht finden dürfen. Meine Berechnungen sind falsch. Es muss eine Resonanz zwischen den Elementen geben, von der ich nichts wusste. Dann hattest du einfach nur Glück? Sheldon Cooper hat nicht so etwas wie Glück.
Wir beide nicht, Bruder. Es spielt keine Rolle. Das Element wurde dank dir gefunden. Das ist bahnbrechend. Was aber eine Rolle spielt, ist, dass die größte wissenschaftliche Leistung meines Lebens auf einem groben Fehler beruht. Ich bin kein Genie, ich bin ein Betrüger. Also Sheldon, in der Neurowissenschaft, da finden wir immer wieder in einem Teil des Gehirns etwas, das wir woanders vermutet haben. Oh, na toll. Ich bin was Schlimmeres als ein Betrüger. Praktisch ein Biologe. Hör endlich auf, damit dich deswegen zu quälen. Du hast einen Fehler gemacht, aber einen erfreulichen Fehler. Daran ist überhaupt nichts Erfreuliches. Ich bekomme eine Anerkennung, die mir nicht zusteht. Leute bekommen andauernd etwas, das sie nicht verdient haben. So wie ich dich. Aber Leonard, das verfolgt mich für den Rest meines Lebens. Jeder wissenschaftliche Unterrichtsraum, jedes Periodensystem, jedes Lehrbuch. Von überall her starrt mein Fehler mich an. So wie damals, als Kutrapalli dir die Augenbrauen wachs enthaart hat. Ich muss einen Weg finden, um die Sache aufzuhalten. Kumpel, ich glaube nicht, dass du das kannst. Was einmal in der Welt ist, ist dann für immer da. Dieses Ding ist das wissenschaftliche Äquivalent eines Sextapes. Ehrlich gesagt wäre mir ein Sextape lieber. Du weißt nicht, was ein Sextape ist, oder? Nein. Also seid bis 8 Uhr im Restaurant. Bernadette kommt um 9:30. Und die Überraschung soll ja nicht platzen. Wir werden da sein. Klar. Ich habe eine Frage zu dem Song. Ich dachte, an einer Stelle bringe ich vielleicht einen kleinen Rap. Nee. Oh Mann, du hast ihn doch noch gar nicht gehört. Hey Leonard, gib mal den Beat. Nein, das mache ich nicht. Oh, bitte. Nein, ich will, dass es romantisch wird. Das will es auch. Ich nenne niemanden eine Nutte und das einzige Mal, wenn ich sage meine Bitch, dann meine ich dich. Da ist er ja. Schluss damit. Hören Sie bitte auf, mich zu feiern. Woo! Und auch keine Woos. Ich meine nicht Sie, Dr. Woo, Sie dürfen bleiben. Ich möchte, dass Sie alle wissen, dass Sie keinen Grund haben, mir zu applaudieren. Mein sogenannter Durchbruch war nicht das Resultat meiner Genialität. Er basiert auf nicht mehr als einem dummen Fehler. Also, bitte verzichten Sie künftig auf weitere Lobpreisungen. Ich verstehe nicht. Wurde das Element nicht gefunden? Oh, doch, doch, Sie haben es gefunden. Nein, bitte nicht! Von Menschen ihresgleichen brauche ich keine Bewunderung. Wie bringe ich sie dazu, mich nicht zu lieben? Lad sie ein, bei uns zu wohnen. Mann, Bernadette wird begeistert sein. Ja, muss schön sein, wenn sich jemand etwas so Romantisches einfallen lässt. Okay, weißt du, was nicht romantisch ist, wenn man es jemandem dauernd unter die Nase reibt? Das kann es schon sein, aber wie gesagt, Sex zählt nicht. Ach. Langsam mache ich mir Sorgen wegen Bernadette. Ich rufe an und frag mal, was los ist. Die Science Foundation will mir beachtliche Fördermittel zur Verfügung stellen. Oh, das hier ein Ding. Ich weiß. Endet dieser Albtraum denn nie? Hey, ich verstehe, dass dir bei so viel Anerkennung nicht wohl ist. Aber was du geleistet hast, ist trotzdem erstaunlich. Wir sind stolz auf dich. Ich aber nicht. Ach, nein? Sheldon, ich habe noch mal drüber nachgedacht und du hast recht. Du verdienst die Anerkennung nicht. Du hast nichts weiter getan, als die Zahlen einer Tabelle falsch abzulesen. Einer sehr einfachen Tabelle noch dazu. Ganz ehrlich, ich schäme mich für dich. Das ist das Romantischste, was ich je gehört habe. Verdammt, jeder kann das besser als ich. Ich gratuliere, Dr. Fowler. Sie sind im Baumhaus. Leute, es gab einen Unfall in Bernies Labor. Oh mein Gott, geht es ihr gut? Ja, aber sie ist im Krankenhaus in Quarantäne. Was? Arme Bernadette. Oh. Ich bringe nur ungern weitere schlechte Nachrichten, aber ich erhalte eine Gehaltserhöhung. Oh mein Gott, Bernie! Was ist passiert? Tja, wie soll ich sagen? Wenn du das nächste Mal ein Dutzend Ampullen Waschbärviren zum Kühlschrank bringst, dann geh zweimal. Und das geht dir wirklich gut? Ja, es ist nur zur Vorsicht. Wenn es problematisch wäre, würde mir längst das Blut aus den Augen fließen. Tut mir leid wegen des Dates. Nein, kein Grund dazu. Ich habe das Date hierher verlegt. Leute, kommt her! Was wird das? Ja, heute ist doch der Jahrestag von unserem allerersten Date. Und den wollte ich mit dir feiern, indem ich einen Song für dich singe. Howie! Sheldon, komm sofort zu uns! Wenn sie aber ansteckend ist... Mein Tag war wirklich schon schlimm genug.
Oh, hätte ich dich nicht, wär mein Leben ohne Licht. Ich wär wie Dr. Who ohne sein Pardes. Kommt mir das nur so vor, dann ist sie blass. Eine Kerze ohne Docht, ein Watson ohne Fragen, nur ein leeres Outfit ohne Rolli-Kragen. Eine Party ohne Cognac, Jobs ohne den Wozniak. Ich würde Funktionen lösen, Grundzahlen verwenden, die der Taschenrechner nicht kennt, von denen jeder andere sonst wegrennt. Ich wäre ein Atom ohne Bombe, ein Dot ohne ein Komm, und ich wohnte vermutlich immer noch bei meiner Mom. Vermutlich wohnte er noch bei seiner Mom. Seit du bei mir bist, hast du meine Welt auf den Kopf gestellt, all meine Träume und Hoffnungen erhellt. Du bist wie Uran 235, ich wie Uran 238, beinahe unzertrennliche Isotope. Ich hätte nie, niemals gedacht, dass mein Leben würde so nett. Von dem Moment an, als wir uns beide sahen, Bernadette. Howie! Hätte ich dich nicht, wär mein Leben ohne Licht. Ich wär die String-Theorie ohne String. Ich wär der Binärcode ohne Eins, das Elektronenmikroskop ohne Elektron. Ich wär Firefly, Buffy und die Avengers ohne Joss Whedon. Ich würd für Lüfter Klingone schreien, Eck, Loch, McQuach, Jach, Wam. Definitiv wohnt er noch bei seiner Mom. Seit du bei mir bist, hast du meine Welt auf den Kopf gestellt. Du bist mein bester Freund und meine Geliebte. Wir sind wie zwei elektrische, magnetische Felder. Du kannst das eine nicht, ohne das andere haben. Ich hätte nie, niemals gedacht, dass mein Leben würde so nett. Von dem Moment an, als wir uns sahen, Bernadette. Oh, wir hätten niemals gedacht, dass unser Leben würde so nett. Von dem Moment an, als wir uns alle sahen, Bernadette! Howie, das war unglaublich! Sieh mal, wie ich zittere! Sie ist krank, ich wusste es! Wiedersehen! Das ist echt die leckerste Wantansuppe, die du je gemacht hast! Ich habe die geheime Zutat entdeckt. Das Gewürztütchen. Die Bezeichnung ist gut gewählt. Okay, Loverboy, jetzt mach dich bereit, denn gleich wird ein Romantik-Tornado dich hinwegtragen. Hör auf damit, sonst muss ich noch weinen. Ich verstehe. Du bist recht zuversichtlich. Oh, und wie? Möglicherweise wirst du, wenn du dieser Spur folgst, herausfinden, wieso. Oh, Rosenblüten. Ja, die bestimmt schönste Blume zu den sicher unverschämtesten Preisen. Du hast dein Bett gemacht? Du ziehst ja wirklich alle Register. Also, ich habe darüber lange nachgedacht und ich habe etwas, womit ich dir zeigen kann, wie sehr ich dich liebe. Oh, wow. Eine Erstausgabe von Per Anhalter durch die Galaxis. Ich habe mich erinnert, dass das als Kind dein Lieblingsbuch war. Das ist grandios. Es ist... Danke, es ist... So viel... Was? Nichts. Ich finde es klasse. Nein, irgendwas stimmt doch nicht. Was ist falsch daran? Du hast doch gesagt, wie gern du eine Erstausgabe davon hättest. Das ist wahr. Ich habe das tatsächlich gesagt, als wir zusammen im Antiquariat waren und ich die Erstausgabe gesehen und sie mir gekauft habe. Ich bin eine Niete. Nein, ist schon gut. Das ist sehr aufmerksam. Nein, ist es nicht. Ich meine, weil alles, was du machst, ist aufmerksam. Hier, ich zeig dir mal was. Sieh mal. So, das ist das Flugticket, das du mir gekauft hast, als ich zu pleite war, um über Weihnachten nach Hause zu fliegen. Und hier die Rose, die du an meine Windschutzscheibe gemacht hast. Einfach nur so. Und das ist der Dankesbrief von dir, nachdem ich das erste Mal mit dir geschlafen habe. Alle 11 Seiten sind noch da. Unglaublich, dass du das alles aufgehoben hast. Ja, natürlich. Das bist doch du. Komm her. Ist das ein Schwangerschaftstest? Ja, aber nur der erste. Ich heb die nicht alle auf. Ich fasse es immer noch nicht, dass ich diesen Fehler machen konnte. Das ist deine Schuld.
Meine? Wieso das denn? Na, weil du mich abgelenkt hast. Ich habe mich von dir ablenken lassen, seitdem wir beide uns kennen. Tut mir leid. Sollte es aber auch. Schon seit langer Zeit muss ich daran denken, wie gern ich dich küssen würde. Nicht auf die Wangen, vielmehr auf den Mund. Wie Mamis und Daddys es tun. Oh, Sheldon. Amy? Amy? Hast du gehört, was ich gesagt habe? Kann nicht reden. Denkzone.